Hallo, ich bin Riton. Ich bin heute bei Claire on Air und ich freue mich, hier zu sein. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Claire on Air. Ich habe hier wieder einen sehr besonderen Gast, den ersten männlichen Gast überhaupt. Ich habe Riton Special. Dabei. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Let's go. Ich würde sagen, du kannst dich ja mal vorstellen, wie du heißt, woher du kommst, wie alt du bist, was du so machst. Jo, ich bin Riton, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Hannover. Ich mache jetzt TikTok seit 2,5, 3 Jahren. Vorher habe ich eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Büromanagement. War gar nichts für mich, nur im Büro sitzen und so Papierkram machen, Computer den ganzen Tag und so. Das hat mich auseinandergenommen. Aber da habe ich die Ausbildung trotzdem halt noch fertig gemacht. Danach noch ein Jahr Fachabi und jetzt bin ich hier. Klasse. Ja. Und das fragen auch immer voll viele und das habe ich dich ja auch direkt gefragt, als wir das erste Mal gesprochen hatten, ob Riton dein richtiger Name ist. Riton ist mein richtiger Name, ja. Das fragt jeder. Ich weiß, also ist außergewöhnlicher Name, aber ich weiß nicht, ich finde nicht, dass es so ein Name ist, wo man fragt, ob es ein echter Name ist. Viele denken, es ist mein Künstlername, aber ist wirklich mein Name. Halt jetzt nicht mit Doppel-I, nur mit einem I, ja. Aber ist mein Name, ja. Nur Riton. Woher kommt der Name? Aus Kosovo. Ich bin ja Kosovo-Albaner, also meine Eltern sind aus Kosovo. Ich bin in Deutschland geboren. Ja. Ja. Daher kommt der Name. Ja, cool. Wie geht's dir heute so? Wie war die Anfahrt hier nach Hamburg? Anfahrt war Katastrophe. Oh. Ich mag das nicht, nach Hamburg zu fahren. Wieso? Also eigentlich, Autobahn ging sogar, aber viele Baustellen hier in Hamburg halt, ne? Ja. Aber sonst geht's eigentlich. Sonst war es entspannt, aber es ist viel zu lange. Also von Hannover, glaube ich, jetzt 2, 2,5 Stunden. Und dann hier in Hamburg ist halt das Schlimmste. So von A nach B zu kommen in Hamburg, das dauert lange. Das dauert nochmal genauso viel wie die ganze Autobahnfahrt. Aber ja, ich hab's geschafft, ich bin hier. Das ist die Hauptsache. Jawohl. Warst du schon mal hier in Hamburg? Ja, ich habe einen Cousin hier in Hamburg, der studiert Bauingenieurswesen, irgendwie so. Er studiert auf jeden Fall hier und deswegen war ich öfter hier, habe ihn besucht. Vor allem letztes Jahr, sehr oft. Da war ich auch manchmal 1, 2 Wochen hier. Hamburg, eine sehr, sehr schöne Stadt, wenn nicht die schönste in Deutschland. Danke, finde ich wirklich auch. Ich liebe Hamburg. Aber Hannover ist nicht deine Lieblingsstadt. Ich war einmal in Hannover und das war auch wirklich nur einmal. Da bin ich mit Nasti und Jermaine aus Sardinien wieder nach Deutschland geflogen. Mhm. Und dann mussten wir, ich glaube, wir sind in Köln gelandet und dann mussten wir von da aus nach Hannover. Und in Hannover waren wir, ich glaube, um 3 Uhr morgens und dann mussten wir so 3 Stunden chillen. Wo, bevor die am Bahn Hauptbahnhof? Ja. Och. Ich schwöre, ich fand Hannover voll schön. Hä? Du warst am Hauptbahnhof? Ja, dann sind wir kurz ein bisschen rausgegangen und dann haben wir uns dann irgendwo auf eine Bank gesetzt. Nee, also Hannover, die Stadt an sich, ist unnormal schön, finde ich. Hat ja auch, also die Hannoveraner wissen, so Maschsee und so, ist richtig schön. Also wenn du jetzt bei Google zum Beispiel Hannover eingibst, ist einer der schönsten Städte in Deutschland wegen der Grünflächen. Ah. So, sagt man. Aber so nachts 3 Uhr morgens, Bahnhof ist eigentlich Katastrophe. Ja, wir sind ja aus dem Bahnhof rausgegangen und dann war da so eine Statue und dann, keine Ahnung. Ja, ich fand das hier, du meinst unterm Schwanz, sagt man bei uns immer, weil da so ein Pferd ist, weißt du? Und genau. Dann unterm, ja, da war ich. Ja, ist halt. Fand ich eigentlich ganz schön. Ist schön, wir waren, wenn man wir da waren voll schockiert, weil wir dachten, Hannover ist richtig Nein, hässlich. Nein, also voll viele denken, Hannover ist ja katastrophal hässlich, so mäßig, aber ist gar nicht so. Nö, gar Hannover nicht. Hannover ist eigentlich, ist stabil, ist halt aber im Gegensatz zu Hamburg viel kleiner. Ja. Ich kenne dich ja durch deine Streams mit einer gewissen Person. Ja. Aber wie bist du generell dazu gekommen, live zu gehen? Also bei mir war immer das Problem, bei mir ist ja immer katastrophal mit meinen Accounts. Ne? Ich habe ja 3 Accounts gerade. Ja. Und auf meinem Hauptaccount bin ich live gesperrt, auf meinem zweiten Account bin ich live gesperrt, auf meinem ganz ersten, der gar nicht mehr existiert, Account war ich auch schon live gesperrt. Also irgendwie TikTok will nicht, dass ich live gehe, habe ich so das Gefühl, die wollen mich davon abhalten. Aber dann habe ich jetzt Anfang des Jahres, also im Februar, habe ich jetzt meinen Livestream-Account geöffnet, so einen komplett neuen Account wieder, weil ich dachte, ey, das kann nicht sein. So, ich mag es, live zu gehen, warum sollte ich mich davon abhalten lassen, nur weil meine Accounts gesperrt werden? Da habe ich mir einen neuen Account gemacht, der hat, ich glaube, im ersten Monat schon 300.000 Follower gemacht. Krank. Oder 200.000 Follower. Die Streams sind durch die Decke gegangen. Ich habe angefangen so mit Thailänderinnen live zu gehen, Vietnamesen, also komplett international, so, das war komplett wirklich wirres Zeug, aber es hat Spaß gemacht. Aber auch gemacht. Mit Amerikanern, oder? Auch Amerikanern und so, also es war wirklich alles gemixt, also jedes Land. Und irgendwie gefühlt, ich war am wenigsten live mit Leuten aus Deutschland, das war eigentlich gefühlt nur Englisch bei mir im Stream. Ich habe besser Englisch gelernt durch meine Streams als in der Schule.
Und so hat es angefangen. Also ich wurde immer gesperrt live, dachte mir aber so, ey, ich bin mehr als nur dieses Video posten. Ich mag es live zu sein. Und dann dachte ich mir, komm, mache ich noch einmal einen Live-Account auf. Und jetzt habe ich den Account Riton live, wo ich jetzt täglich live gehe. Ja. Also ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich dachte mir, das, also ich kann gut unterhalten live so. Also wird mir mal gesagt, man selbst kann das ja nicht so beurteilen. Ja, doch. Ja, also deine Lives sind ja auch immer auf der For You-Page und die werden ja auch immer gescreen-recorded. Oh, das, also diese Screen-Recordings, an alle, die das gerade hören, diese Screen-Recordings, meine eigene For You-Page ist voll mit meinen eigenen Screen-Recordings. Also ich versuche so, ich inspiriere mich ja immer für meine Videos auch auf meiner For You-Page. Und meine ganze For You-Page war voll mit mir selbst. Ich wusste gar nicht, was ich posten soll. Also soll ich meine eigenen Stream-Highlights posten, nochmal irgendwas dasselbe machen? Also jetzt, die letzten zwei Wochen war Katastrophe. Nur meine eigenen Streams mit Edits, auch mit der einen gewissen Person natürlich, full Edits auf der ganzen For You-Page. Und dann, das war einfach voll davon. Und dann kommt man auch ein bisschen davon ab, so Videos zu posten, weißt du? Dann ist man voll in diesem Live-Ding. Ja. Aber das ist ja eigentlich trotzdem voll cool, dass du dich auf deiner For You-Page die ganze Zeit siehst. Oder findest du das nervig? Nee, cool. Vor allem, ich finde das cool, wenn so coole Edits gemacht werden von mir und sowas. Ich sehe den ganzen Tag Edits von mir. Dann denke ich mir mal, ey, da sitzt einer dran, der gibt sich Mühe, ein Video für mich zu machen. Unnormal süß. Und ich versuche wirklich alles zu kommentieren, was ich auf der For You-Page sehe. Den so ein bisschen Props geben. Aber man sieht auch nicht immer nur gute Dinge auf der For You-Page. Da werden auch Screen-Recordings gemacht oder so. Im Live ist halt einfach, da kannst du... So, da sagst du 10 Sätze und dann wird nur der 10. Satz gescreenrecordet und dann sind die anderen 9 Sätze einfach komplett egal und dann wird der letzte Satz genommen, wo du vielleicht ein bisschen was anderes gesagt hast, als du eigentlich meinst. So, ich habe das immer gesehen, weil meine For You-Page war auch komplett voll mit den Screenrecordings aus deinen Livestreams. Und da hast du dann auch manchmal so kommentiert, ja Leute, nein, das war nicht so. Ja, du hast richtig versucht, dich zu defenden. Ich denke mir so, guck mal, wenn es gerechtfertigt ist, denke ich mir, okay, komm. Ja. Ich lasse es, ich habe da einen Fehler gebaut, ist alles gut. Aber wenn dann wirklich etwas aus dem Kontext gezogen wird, denke ich mir, nee, da muss ich was zu schreiben. Eigentlich wissen es meine Leute dann, aber es gibt halt, man muss immer so denken, auf der For You-Page sehen dich täglich so viele Leute, die dich gar nicht kennen, die noch nie sich ein Bild von dir gemacht haben oder so. Und dann glauben die einfach das, was sie sehen und denken, ey, das ist voll der so und so, warum sagt er sowas? Und checken gar nicht den Kontext vorher, weißt du? Deswegen, da denke ich mir mal, guck mal, ich schreibe es einfach, aber meistens ignoriere ich sowas. Weil ich mir denke, das bringt eh nichts. Jeder denkt, was er will. Also man kann es nicht jedem recht machen. Ja, normal. Das ist aber auch. Ja, aber da trotzdem, aber auch die meisten Sachen sind ja positiv. Ja, genau, die meisten sind positiv. Und die meisten Sachen, also viele Sachen sind ja auch Edits einfach und haben sich immer von Riton erneut veröffentlicht. Ja, ich veröffentliche die alle neu. Ja, das ist super immer. Cool. Und alle, die mir folgen, kriegen das dann halt einfach meist vorgeschlagen, so wie du jetzt zum Beispiel. Ja. Wie hat sich das so entwickelt mit den Livestreams, dass das so viral gegangen ist? Ab wann hast du gemerkt, okay, das ist jetzt schon krass, jetzt müsste ich eigentlich jeden Tag live gehen? Also zu Beginn war das ruhig, weil, das habe ich gerade nicht erwähnt, ich hatte mir einen Live-Account gemacht, der hatte dann nach einer, zwei, drei Wochen 80.000, 90.000 Follower und der wurde dann komplett gelöscht. Ah. Also nee, der wurde live gesperrt. Also den Account hatte ich, der wurde live gesperrt. Ach so. Und da konnte ich live und dann, das war mitten in der Nacht, als das passiert ist. Ich hatte da 3.000, 4.000 Zuschauer, dann war der Stream einfach weg. Und da stand, dein Live ist entzogen für immer und ich sitze da so eine ganze... Ey, du brauchst TikTok-Kontakte. Ich habe ja meinen Live-Manager von TikTok. Ah, okay. Und ich habe den geschrieben direkt und es ist einfach so, jeder wird bei TikTok live mal so für 3 Tage gesperrt, für eine Woche. Und bei mir, die erste Sperre ist direkt endgültig. Hä, aber direkt. Wie hast du einen Live-Manager? Also man hat von TikTok einen Live-Manager. Echt? Ja. Wenn man also einfach öfter live geht, dann ist es automatisch. Wenn du öfter live gehst und eine gewisse Live-Präsenz hast, kriegst du von TikTok einen Live-Manager zugewiesen. Beziehungsweise die Live-Manager suchen sich ihre Leute selbst aus. Hä, voll krass. Dann hast du direkten Kontakt zu TikTok. Egal, was du hast, du kannst ihnen schreiben, ey, so und so. Zum Beispiel, wenn ich eine Warnung im Live kriege, man kriegt voll oft eine Warnung bei TikTok wegen minderjährigen Schutz. Ja, dann denken das die, du bist minderjährig. Schreibe ich einfach meiner Live-Managerin, ey, was ist da los? Ich habe schon wieder eine minderjährige Meldung. Dann kümmert sie sich direkt um, nimmt es raus aus dem System und fertig. Hä, voll krass. Also das wirklich... Props an TikTok, das ist cool, dass man das machen kann, dass es sowas gibt, so dieser Streamer-Support. Und da hat, glaube ich, jeder Manager oder jede Managerin hat so 3, 4 Leute, um die sie sich kümmert. Ja, aber ich glaube, das kriegen wirklich nur die, die auch wirklich sehr, sehr groß sind. Ich glaube nicht, dass da jeder Streamer... Und die vielleicht auch richtig oft live gehen. Und die richtig oft live gehen, genau, wo die sehen, ey, da ist konstant Traffic von 100.000, 200.000 Menschen, die immer in den Stream kommen. Und ja, also zu Beginn war es dann halt, weil der Account gesperrt wurde. Ich habe dann in derselben Nacht... von meinem kleinen Bruder irgend so einen Fake-Account genommen, der 1000 Follower hatte und hab den dann einfach Riton genannt und bin einfach direkt wieder live gegangen,
direkt nachdem ich gesperrt wurde, dann saß ich da vor meinem Bildschirm mit 200 Zuschauern, 200, 300. Und ich saß einfach nur so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? Alle kommen so meinen Stream, was ist los mit dir, Rita? Ich so, mein Live-Account wurde gerade gesperrt, den ich 3 Wochen komplett konstant durchgezogen habe und der hatte über 80.000 Follower. Und da waren auch Subs drauf, ne? Man kann ja subscriben, Livestreamer. Was ist das? Da kannst du, so wie bei Twitch, jemanden subscriben auf TikTok für 5,99. Dann können die meine Emojis im Chat benutzen. Die gehören sozusagen zu... Du hast eigene Emojis? Ja, ich habe einige Emojis, die du in meinem Chat benutzen kannst. Wie? Ich habe Möglichkeiten, 15 Emojis reinzumachen. Von, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ich trinke ja immer Saskia-Wasser, dieses Stille. Immer wenn ich das trinke, zum Beispiel, schicken dann die Leute die Saskia-Emojis rein. Weißt du, da habe ich so meinen eigenen Saskia-Emoji. Also man kann alles mal Gesichtsausdrücke von mir, irgendwas. Ach so, wie Sticker bei WhatsApp. So wie Sticker, genau, so wie Sticker bei WhatsApp können die dann reinschicken in TikTok-Live-Chat. Und dafür, voll cool. Und dann machen die das, ist das dann monatlich 5,99? Genau, du kannst monatlich 5,99 machen mit automatischer Verlängerung oder einfach nur einmalig, dann hast du es mal probiert oder so. Hä, voll krass. Und ich hatte auf dem Account, der gesperrt wurde, über 100 Leute, die gesubbt hatten. Und ich so, scheiß mal auf mich, ne? Aber die Leute haben Geld dafür ausgegeben und können jetzt keine Livestreams mehr von mir sehen. Und allein deswegen dachte ich mir, ey, komm, ich zieh jetzt durch, mach einen neuen Account auf. Und dann auf dem zweiten Live-Account, den ich dann durchgezogen habe, da hatte ich dann nach einem Monat 200.000 Follower. Boah, also, das ist voll krass. Aber das war, also für meinen Kopf war das Katastrophe. Wieso? Nochmal von null beginnen. Ja, okay. Ich hatte dann nach ein, zwei Tagen 15.000 Follower, 13, also das war so gar nicht mehr wie vorher. Die Livestreams sind nicht auf die For You-Page gegangen. Ich dachte mir so, okay, jetzt bin ich raus aus dem Live-Game, jetzt ist alles kaputt. Jetzt dachtest du, du kannst sie wieder jetzt live kann ich nie wieder vernünftig live gehen. Ja, weil du die ganze Zeit gesperrt wurde. Weil ich die ganze Zeit gesperrt wurde. Aber ich bin dabei geblieben, ich dachte mir, da muss was Neues her. Und dann war ich einfach bei der, diese Host-Funktion, wo du Leute einladen kannst. Da habe ich da irgendwelche chinesischen Zeichen gesehen, so halt nicht deutsch. Dann habe ich die einfach eingeladen, die Person, habe mit dir auf Englisch ein Gespräch geführt und das ist dann halt richtig, richtig gut angekommen. Ich habe den Songs aus Deutschland gezeigt, von Haftbefehl, von Mero und so. Ich habe denen gesagt, so ein Song von Mero ist die Nationalhymne in Deutschland, sowas. Alter. Weißt du, ich habe solche Späßchen gemacht mit denen, ne? Und die sind halt voll drauf abgegangen, die Leute. Und ja, das war so dann, wo ich wieder zurückgekommen bin mit dem Live-Account. Voll krass. Ja. Und war das bei dir auch, warte, also das, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht richtig mitbekommen, aber das wurde mir von anderen erzählt, dass du am Anfang, als du immer live gegangen bist, auch bei King Thomas da warst? Ja, ich habe auch bei King Thomas getanzt. Hast du doch immer getanzt? Ja, was heißt immer? Hauptsächlich der immer da getanzt hat, war ja Freddy. Ja. So. Und irgendwann mal haben alle bei mir im Stream geschrieben, weil ich habe ja auch diesen einen bestimmten Tanz, den ich damals immer gemacht habe. Woher hast du den? Der ist aus der Türkei. Das sind solche Jungs in der Türkei, also wirklich, bei mir ist alles durcheinander, ne? Ja. Das sind solche Jungs in der Türkei, die tanzen einfach, ich glaube in Istanbul ist das irgendwo, die haben da solche Autos mit so richtig fetten Boxen, mit LEDs und alles, machen da komplette Lautstärke Techno-Musik an und dann ist da, das ganze Dorf steht dann auf und tanzt da einfach so, wie bekloppt. So, ich habe das gesehen auf meiner For You-Page, fand's witzig, habe den Tanz nachgemacht und dann ist der halt komplett viral gegangen, also auch in Belgien und so, also alle Länder um Deutschland haben davon mitbekommen, aber in Deutschland halt jeder, du, selbst du hast den Tanz ja gesehen. Ich habe den Tanz sogar nachgetanzt. Du hast den selbst sogar nachgetanzt, so. Also ja, aber wo waren wir jetzt? Davor waren wir bei King Thomas, da, genau. Da hast du ja diesen anderen Tanz da gemacht. Genau. Also, ist ja eigentlich so, also ich hatte ja meinen Tanz so, ja, und die Leute dachten so, also haben so gesagt, ey, weißt du was, geh mal zu King Thomas rein und scheiß mal auf seinen Tanz, auf seinen Thumbdance oder wie das heißt, mach deinen Tanz einfach. So, und dann bin ich da reingekommen und er hatte das vorher noch nie gemacht. Dann hat er halt gesehen, was für ein Ansturm sein Live hatte von meinen Zuschauern. Mhm. Der ganze Chat war voller Riton. Da hat er gesagt, okay, Riton, 3 Minuten Freestyle und nicht sein Thumbdance, weißt du? Krass. Und das hat er, Freddy hat mir gesagt, das hat er vorher nie gemacht mit diesem Freestyle. Das war anscheinend nur wegen mir. Und da habe ich meinen Tanz gemacht. Aber mein Handy, ey, gerade in dem Moment hat mein Handy gespinnt und ich war mal im Live, nicht zu sehen. Das ganze Zeit hin und her. Und ich dachte nur so, ey, was ist das für eine Scheiße? Aber ich habe mich auf jeden Fall bewiesen, sag ich mal. Und King Thomas fand es sehr, sehr witzig. Und wir waren auch öfter danach noch live, haben mit Freddy geredet, auch nur und ohne Thumbdance und so. Da hat er gesagt, ja, Ritons Tanz ist so powerful, er schlägt die 5G-Netze weg und so. Boah, also wir haben einfach nur zugestimmt und gelacht. Ja, so. Normal, ist ja auch witzig. Also, ja. Aber komisch und witzig. Ja. Hä, und wann war das vom Zeitraum her? War das aber auch alles dieses Jahr? Das war alles ab dieses Februar, Jahr. Da, ab Februar, wo ich meinen neuen Account aufgehoben habe. Digga, wie viel ist bitte passiert? Da passiert so viel jeden Tag. Ich kann jetzt, also heute, wenn ich jetzt zurückfahre und live gehe, kann es sein, ich
es passiert irgendwie wieder was und dann entsteht daraus was, weißt du? Es ist halt wirklich sehr, sehr schnelllebig alles. Ja, da haben wir vorhin drüber geredet, dass ich meinte so, ja, warum gehst du denn jeden Tag live? Ja. Weil du meinst, du gehst jeden Tag live. Ich so, Alter, das ist doch voll anstrengend. Ja, ja. Es ist ja auch anstrengend. Es ist anstrengend, ja. Aber da war ich so, ja, warum gehst du nicht jeden zweiten Tag live? Ja, ist halt so, man selber hat das Gefühl auch, wenn du einen Tag dann nicht live gehst, dass man so in Anführungszeichen vergessen wird. Weil es sind so viele Leute auf TikTok jeden Tag live, die das auch durchziehen und viele Zuschauer haben. Und die sorgen dann für, was heißt Content, die sorgen für Content, für Videos auf der For You-Page, Streaming-Ausschnitte, etc. Und wenn du in diesem Live-Game bist, dann denkst du dir so, ey, wenn ich jetzt nicht live gehe und ein anderer dafür live geht und witzige Show macht oder irgendwas, dann hat er die mehr Aufmerksamkeit dadurch und dann verliere ich vielleicht Zuschauer, weißt du? Also es ist ein gewisser Druck, den man hat, aber ich habe jetzt... Boah, aber voll schlimm, ja, das macht doch richtig was mit einem. Ja, das, man sitzt so zu... Also, ich will das jetzt ein bisschen runterschrauben die nächsten Monate, weil ich habe mich die letzten Monate so krass da reingesteigert, weil wir haben auch im Auto vorhin drüber geredet, ich war so gekränkt von diesen Sperrungen. Ich dachte mir so, ey, die haben mich jetzt gesperrt 5-mal, jetzt ziehe ich diesen Account so lange durch, bis ich einer der Top-Streamer bin in Deutschland. Und jetzt hat auch meine Live-Managerin gesagt, so von den Analysen her, des Traffics auf meinem Live und sowas, bin ich einer, ich glaube, Top 3 in Deutschland, der Streamer auf TikTok oder Top 4 oder so. Und ich habe gesagt, ich werde das so lange durchziehen, bis das so sein wird, weil die haben mich so in Anführungszeichen immer aufgehalten davor, weißt du? Ja. Aber jetzt hast du es ja geschafft. Jetzt habe ich es. Ja, stimmt, du meintest immer, wenn dir irgendwas weggenommen wird, möchtest du es so doppelt und dreifach, weil ich mir denke, so wenn es unzurecht, also nicht zurecht ist, weißt du? Ja. Bei deinen Livestreams, das ist auch eine Sache, also ich habe mich das ja auch immer gefragt, weil ich habe die Livestreams ja auch immer verfolgt. Ja. Was ist da echt und was ist Show? Weil ich weiß noch zwischendurch, ich habe dir immer geschrieben, ich so, ist das gerade echt? Ist das gerade echter Streit? Ich bin einfach live und kriege eine Nachricht von dir. Ist das gerade Show? Streitest du dich gerade wirklich? Ja, ich war so, oh mein Gott, ist das gerade echt? Also, und dann warst du so, hä, was denn jetzt? Ja, weil das schon vorbei war. Also ich kann dazu sagen, sehr, sehr, also wirklich, es gibt so viele Livestreams, wo sehr, sehr viel Show gemacht wird und alles vorher abgesprochen ist. Meine Zuschauer wissen, das, was alles, was im Livestream zu sehen ist, nicht zu 100% ernst genommen werden soll, weil ich sage denen immer, ey Leute, chillt ein bisschen, ich bin hier live für euch, ich versuche euch ja irgendwo auch zu unterhalten und alles, was ich hier sage und mache, ist vielleicht nicht zu 100% echt, also was heißt nicht echt, es ist vielleicht mal eine übertriebenere Reaktion, vielleicht ein bisschen mal mehr lachen, versuchen aus etwas mehr rauszuholen, aber eigentlich die Leute, die mich verfolgen und mich kennen, wissen, wann Show ist und wann nicht. Aber man kann es auch nicht sagen, ob es zu 100% Show und zu 100% echt ist, weil manchmal sind wirklich Leute dann in deinem Live, die reagieren so und so, zum Beispiel sind dann mega aggressiv und dann weiß ich selber als Streamer auch nicht, ey, ist der jetzt gerade am Show machen oder macht er mich wirklich an? Achso, ist also nicht immer vorher abgesprochen. Es ist nicht immer vorher abgesprochen. Also manchmal kommen wirklich Gespräche zustande, wo ich mir dann denke, ey, so hat derjenige das jetzt ernst gemeint oder hat er es jetzt nur gemacht, dass es ein bisschen aufbrausendes Thema wird. So. Also ich habe auch schon Show gemacht mit Leuten, wo es so abgesprochen war, wo wir sagen, ey, guck mal, es kommt gut an, unsere Kombi, wir machen da ein bisschen Show und unterhalten die Leute. Aber sonst bin ich ehrlich, generell, wie ich live gehe, ist einfach nur so, wie ich drauf bin. So, wie ich drauf bin als Person, wie ich mit den Leuten rede, wie ich mit denen umgehe. Aber das ist ja auch irgendwo eine Show, so wie ich bin. Verstehst du, wie ich meine? Das ist ja, ich bin ja nicht im Live so, wie wenn ich jetzt auf dem Sofa zu Hause chille, sondern ich habe dann eine gewisse... Live-Präsenz und so bin ich dann in meinem Livestream und ich weiß nicht, das ist, sobald ich den Knopf drücke, bin ich da halt so in meinem Film, sag ich mal. Aber ich habe auch immer ruhige Phasen, wo ich dann nur ohne jemanden live bin, nur alleine. Du bist auch manchmal alleine live. Ja, dann rede ich nur mit meinen Leuten oder so. Ja. Jetzt zum Beispiel während der Fastenzeit habe ich bis 5 Uhr morgens in die Nacht in meiner Küche gestreamt, wie ich einfach nur gegessen habe. Und dann waren manchmal wirklich, es war manchmal um 4.30 Uhr morgens über 7.000 Leute im Livestream. Das ne? ist so krass. Und dann sitze ich da mit meinem Brötchen, ne, oder so, was ich gerade esse, mit meiner Laugenecke, so mit Gurken und Käse drauf. Mit deinem Pyjama. Und mein Pyjama sitze ich dann da in der Küche und da gucken mir 7.000 Leute zu, wie ich fresse in der Küche. Und die Hälfte schon eingepennt und lassen es einfach laufen. So. Ja. Das ist auch ein großes Thema. Aber das ist mir auch schon mal passiert, als ich irgendeinen Livestream geguckt habe, das halt, also das ist krass, wenn man so denkt. Das ist echt krass. Also, auch 4 Uhr morgens. Ja, das. Was war deine höchste Viewzahl? 34.000 Leute waren bei mir im Stream. Krass. Zeitgleich. Das war die größte, also die höchste Zahl, die ich hatte. Ja, das war aber also mit jemandem live. Da war ich mit jemandem live, genau, da war ich mit Hamid live. Ja, krass. Das war
Und ja, da gab es aber das auch wieder, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mein Top-Zuschauerzahl ist, weil es war halt ein Gesprächsthema da, was halt dann viele interessiert hat, weißt du? Und solche Zahlen sind sehr, sehr unregelmäßig. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nicht zu Leuten und sage, ey, ich bin so ein krasser Streamer, ich hatte 34.000 Leute in meinem Stream, weil, wie lange waren die drin? Vielleicht 3-4 Minuten und dann ist die Zahl wieder runtergegangen, weißt du? Ja, safe. Also so aber dieses, trotzdem ist das krass, einfach so, einmal. Genau, also einmal das zu sehen, ist schon heftig, wenn man so denkt, ey, das ist gerade ein Fußballstadion einfach in meinem Livestream, ne? Oh mein Gott, wenn man sich das mal so vorstellt, also das ist echt krass. Das ist krank. Man sieht diese Zahl so und man ahnt das gar nicht, aber wenn man sich das dann so vorstellt. Ja, und dann man sieht nur die Kommentare rattern, es sind nur Namen mit Profilbildern. Ja. Und man denkt, also es verschwindet der Gedanke, dass das Menschen sind, die dir zugucken. So, und das ist halt krass, aber das sind halt Ausnahmen, so viele Zuschauer. Ich mag es, also ich bin dir ehrlich, ich habe es lieber, wenn ich so konstant meine 3.000 bis 5.000 Zuschauer habe, als dass, wenn ich dann einmal 60.000, einmal 4.000, einmal, weißt du, dass es so hin und her schwankt, habe ich lieber so meine konstanten Zuschauer von 3.000 bis 10.000 oder 3.000 bis 5.000, wo ich weiß, ey, da sind immer dieselben Leute. Ich sehe auch übrigens immer so oft dieselben Namen Livestream und so, da weiß man, ey, das sind Leute, die verbringen mit mir Stunden jeden Tag, ne? Das ist irgendwie süß. Das ist schon süß. Ja, ich glaube auch bestimmt, als du dann deine Essens-Livestreams gemacht hast, dass die da bestimmt auch gegessen haben. Mir haben Leute auf Instagram geschickt, die haben das nachgekauft, was ich esse, das ist so krass. Um dann nachts mit mir zu essen, was ich esse. Und ich dachte so, ey, Mann, das ist schon... Das ist voll krass, wie soll man so einen Impact haben. Ja, dann hat man so eine Verbindung zu einem einfach aufgebaut, der einfach dir zuschaut so. Und du kennst die Person nicht, weißt du? Es ist einfach, die kennen dich, du kennst die Person aber nicht. Die kennen dich von deinen Livestreams und feiern dich so sehr, dass sie sogar... sag ich mal, zum Edeka oder zu Rewe oder sonst wo gehen und da einfach die Sachen, die ich esse, nachkaufe, um dann mit mir zusammen zu essen nachts. Crazy. Das ist so süß. Ja. Hattest du schon mal, weil ich weiß, dass das auch ganz viele Fragen werden, in einem Livestream, wo man dachte, du streitest dich gerade mit einer Person, ernsthaft Streit mit jemandem oder war das auch Show? Oder war das so, du wusstest es nicht, Loki? Wie, nochmal, ich habe gerade die Frage nicht verstanden. Nochmal, ich hab gerade komplett... Als du mal live warst, hattest du schon mal diese Situation, dass es für Zuschauer so rüberkam, als würdest du dich mit einer Person streiten, aber in echt habt ihr euch gar nicht gestritten oder ihr habt euch wirklich gestritten? Ja, nee, also sehr oft, das Ding ist, man muss bei sowas immer unterscheiden können, was der Chat sagt und was man selber mit den Leuten, mit denen man live ist, redet. Weil ich sag euch ehrlich, also TikTok... Lives sind sehr, sehr toxisch. Die Chats auch und sowas. Ist ja bekannt in Deutschland, wie die Livestreams gerade zurzeit sind mit diesen Stressmachereien, Streitsuchereien und so. Und da gibt es wirklich halt so viele Fake-Accounts, die auf einmal in einen Livestream kommen und dann in Anführungszeichen Scheiße reinschreiben, nur um da ein Gesprächsthema drauf aufzubauen. Dann liest du den Chat und siehst, er und er hat so und so gesagt, obwohl die Person das gar nicht gesagt hat, weißt du? Ja. Und so kommt dann ein Streit auf, nur durch die Zuschauer, die das genauso provozieren wollten, weißt du? Also war auch schon mal, hattest du schon mal Streit in einem Livestream? Ich hatte auch schon mal Streit in einem Livestream, ja. Krass. Also ich finde immer, sowas sollte man privat machen, nie öffentlich streiten und sowas, vor allem nicht ernst. Also, ich weiß nicht, aber es gibt halt viele Leute, die... Aber ist das öfter vorgefallen? Öfter richtig streiten? Nein. Oft nicht, aber es passiert halt einfach ungewollt, ne? Dann kommt halt einer in dein Live oder Leute schreiben in dein Live, ey, er sagt gerade das. Dann denke ich mir als Person, ey, wenn er gerade live ist und ich auch live ist, dann warum redet er jetzt gerade in seinem Livestream über mich? Dann soll er doch zu mir reinkommen, können wir das miteinander klären oder er kontaktiert mich einfach privat. Ja, oder einfach privat. So, aber Leute nutzen natürlich gerne diese Reichweite dann live-mäßig, im Live-Geschäft dann die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie dann viele Zuschauer haben, ne? Weil bei Diskussionen gleich Zuschauer. Ist leider so. Aber ich unterstütze das nicht. Ich versuche immer so wenig Diskussion wie möglich zu haben, nur meine Sachen durchzuziehen, meine Leute zu unterstützen, mit denen zu reden, Show zu bieten. Ja, ich fand das auch voll krass, weil ich habe mit meiner Mutter darüber geredet, weil sie war so, ja, wer ist denn dieser Gast? Und dann habe ich das so erzählt. Und dann meinte ich so, ja, der macht so Livestreams, aber irgendwie... Davor Livestreams, die voll viral gegangen sind, waren immer so voll toxisch. Das war so diese Netflix-Kacke, aber auch so wirklich so dieses, wo man gesehen hat, Leute wurden da drin richtig heftig verarscht. Genau, richtig doll, dass sich über die lustig gemacht wurde, dass die, keine Ahnung, gebodyshamed wurden oder was weiß ich. Und dann weißt du, das ist irgendwie der erste Livestream, wo das voll positiv ist und wo ich finde, dass es voll cool rüberkommt und dass es jetzt aus einem guten Grund viral geht und nicht, weil sich alle drüber lustig machen. Genau, und das fand ich auch sehr cool bei den Livestreams, die du meinst, weil da war das einfach so, man hatte positive Energie, die Leute waren drin, weil die wussten, ey, die werden jetzt eine coole Nacht haben, wenn die hier zuschauen.
Was? Ich habe da auch Stunden immer zugeguckt. Das war wie ein, das ist halt wie FaceTime gewesen, weißt du? Das war einfach wie FaceTime zwischen Freunden und das schauen halt einfach tausende Leute zu. Das waren manchmal auch über 20, 30.000 Leute gleichzeitig, die uns zugeschaut haben. Ist halt einfach nur krass und ich bin sehr, sehr stolz und auch glücklich darüber und ich freue mich immer, wenn Leute mir sagen, dass sie diese Unterhaltung wertschätzen, das cool finden und sowas, weil im Endeffekt bin ich einfach nur da und sitze und rede einfach so, weißt du, was ich meine? Es ist einfach, ich schreibe kein Buch, ich drehe keinen Film, ich bin kein großer Künstler in Anführungszeichen, wenn man so denkt, sondern ich bin einfach ich. Und wenn Leute einen dafür feiern, ist das unnormal cool. Ja, stimmt, weil auf den, du bist ja auch, du meintest ja irgendwie gestern warst du 5 Stunden live. Ja, also ich bin jeden Tag ungefähr 7, manchmal 8, manchmal 9. Also zu der Hochphase jetzt während der Fastenzeit, da war ich ja manchmal 8 Stunden am Stück live. Am Stück, dann habe ich mein Handy manchmal einfach da gelassen, bin auf Klo gegangen. So, weißt du, es war komplett, also es ist einfach so, wie als hätte ich einen Freund. So, mein Handy ist mein Freund und der ist einfach die ganze Zeit bei mir. Hört mir zu, wenn ich Scheiße laber, wenn ich irgendwas erzählen will, wenn ich esse. Ja. So. Aber das Ding ist, da ist es doch auch manchmal schwer, so, weil du meintest ja, du bist dann ja eigentlich in deinem eigenen Film, wenn du so auf los drückst, sozusagen. Aber das ist ja auch schwer, eigentlich immer so super gut gelaunt zu sein. Ist unnormal schwer. Ist richtig, richtig schwer. Vor allem, wenn du zum Beispiel jetzt einen stressigen Tag hattest angenommen oder Stress hattest. Irgendwie, du hast eine blöde Nachricht bekommen. Irgendwas ist einfach passiert. Oder ich bin jetzt gerade auf dem Parkplatz gewesen und habe einen Kratzer abbekommen. Jemand ist mir gegen mein Auto gefahren oder so. Ne? Todesschlechte Laune. Aber dann, sobald du den Knopf drückst, musst du gute Laune haben. Weil so, also was heißt muss? Ich bin auch sehr oft, was heißt traurig in meinen Streams? Ich bin sehr oft auch so, dass ich sage, ey Leute, heute geht's mir scheiße. Oder nicht scheiße, sondern ich erzähle denen, was meine Probleme sind, ob es mich irgendwas bedrückt. Das ist auch nicht verkehrt, aber man versucht halt immer positive Energie rüberzubringen, ja, weißt du? Ja, weil man auch weiß, dass wenn die Leute schreiben, ja, oh, das hilft mir voll durch die schlechte Zeit, so, dann möchte man auch nicht selber traurig sein. Genau, und wenn man dann selbst traurig ist, dann ist das so kacke. Dann denkt man so, ey, da ist bestimmt einer gerade am Handy, guckt mir zu, dem geht's vielleicht so oder so nicht gut. Und dann einem noch zuzuschauen, dem es auch nicht gut geht, das ist scheiße. Nee, das, ja. Deswegen, ich habe auch immer bei den Streams, wo ich gegessen habe in der Küche die ganze Nacht, dann haben auch Leute geschrieben, ey, du bist gefühlt ein Teil meines Lebens geworden, weil ich dir die ganze Zeit nachts zuschaue, wie du da einfach nur hockst und redest. Und ich rede halt, also ich gucke auf den Chat, gucke, was die Leute schreiben, was die bedrückt und ich rede auch gern mit denen über deren Sachen, über deren Probleme, gib denen Tipps. Voll krass. Also ich bin jetzt kein 60-jähriger weiser Herr, der jemandem was vom Leben erzählen kann, so, ne? Aber ich kann das erzählen, was ich denke und meine Tipps geben. So. Ja, ist ja dann eigentlich wie so ein Live-Podcast. Ja, ja, genau. Also nachts wird es auf jeden Fall so immer so, wenn es in die tiefere Nacht geht, dann wird es mehr zu solchen Gesprächen mit denen immer kommen. Deep Talks. So Deep Talk-mäßig, genau. Ja, das ist ja ehrlich so, als würdest du dann einfach so nachts mit einem Freund zu Hause chillen. Genau. Genau so. Auch eine Sache. Ich muss das halt fragen, weil das werden halt auch wirklich alle wissen wollen, wieso der eine Stream mit der einen Person geendet hat. Wir haben uns, also es hat einfach nicht mehr gepasst bei beiden und wir haben uns dann darauf geeinigt, einfach nicht mehr live zu gehen miteinander. Okay. Aber ist kein böses Blut oder so. Ja. Ist alles gut. Genau. Ich habe die Lives richtig gefeiert. Ich hab die sehr, sehr geliebt. Hast du mir schon erzählt. Also wirklich und ich. Es freut mich immer, wenn Leute sowas sagen und dann sage ich auch immer, also ich bedanke mich immer dafür, wenn jemand zu mir sagt, ich feiere die, sage ich immer, ey, danke dir und so für deinen Support und deine Bildschirmzeit, die du verballert hast, beziehungsweise verbracht hast auf diesen Streams. Ja, sag mal bitte deine Bildschirmzeit nochmal. Also ich hatte ja vorhin, hatte ich das ja gezeigt, ich guck mal nochmal. Gestern, 25. April, ne? 13 Stunden, 42 Minuten. Das ist krass. Das ist krank. 9 Stunden 30 auf TikTok. Und du meintest, das ist ja nicht mal das Handy, mit dem du live gehst. Genau, ich bin mit einem anderen Handy live. Also ich weiß, es ist über iCloud verbunden. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie zählt oder so. Aber mit dem Handy, das ist nur das Handy, was nebenbei da ist. Wo ich halt dann, weißt du? Ich glaube nicht, dass es wegen iCloud verbunden ist. Doch, weil 9 Stunden? Ich kann ja nicht 9 Stunden nochmal separat vom Livestream am Handy sein. Das stimmt. Das geht gar nicht. Aber hast du dein Handy vielleicht an die ganze Zeit daneben? Nee. Also ich glaube, das, was du hier siehst, siehst du auch bei meinem Streaming-Handy. So ist das. Ich glaube, das ist beides zusammen. Wegen selber iCloud, weißt du? Ja, okay. Aber ja, 13 Stunden 40, das ist... Also nur die Zeit, wo ich schlafe, bin ich dann nicht am Handy, wenn man so denkt. Das ist verrückt. Und du gehst ja wirklich jeden Tag live so... Das ist dann ja das
du chillst dann ja eigentlich zu Hause. Hast du irgendwie vielleicht mal vor, irgendwie so rauszugehen, wenn du mal live bist? Irgendwie, also immer versuche ich nach meinen Livestreams joggen zu gehen. Echt? Ja. Ich gehe, also 90% meiner Livestreams gehe ich joggen, aber wenn ich jetzt live bin bis 3 Uhr morgens, gehe ich nicht um 3 Uhr morgens joggen, nee, weißt du? Würde ich auch nicht machen. Dann ist es sogar so, dass ich einfach ins Bett falle, dann noch ein bisschen am Handy chille. Aber ist halt das auch unnormal komisch, ne? Dann bist du live bis 3 Uhr und du bist so aktiv, du wirst nicht mal müde im Bett, weißt du? Du bist, das ist dann nicht so. Echt? Das ist voll cool. Also bei mir ist es so, ich brauche voll lange, um runterzukommen. Da bin ich noch 2 Stunden wach am Handy im Bett. Weißt du, was ich meine? Und weil ich dann noch Streaming-Ausschnitte sehe von mir selber und dann denke, ey, komm, das noch, das. Und dann, während man live ist, antwortet man ja auch kein. Also ich schreibe nicht mit meinen Leuten so. Dann bin ich offline und dann gucke ich erstmal meine Nachrichten durch. Schon mal mit Freunden live? Mit privaten Freunden? Mhm. Ne. Würdest du nicht machen? Doch, aber ich hab keine in meinem Freundeskreis, die sowas machen wollen würden, glaube ich. Also jetzt privaten Freundeskreis. Aber ich war mit vielen Freunden, die ich von Social Media kenne, schon live. Mhm. Aber so privat irgendwie, ne. Ich habe keinen, der Social Media macht privat. Mein ganzes Umfeld ist so gar nicht so. Die verfolgen mich alle, ja. Aber die selbst macht keiner Social Media. Ja. Nee, bei mir ist es so, wenn ich live gehe, dann gehe ich oft live, wenn ich mich so fertig mache. Mhm. Und dann ist es halt oft so, dass vielleicht eine Freundin bei mir ist, die halt zum Beispiel kein Social Media macht. Und dann gehen wir halt trotzdem, okay. So zusammen. Und dann geht ihr zusammen live. Ja. Ja, okay, so mache ich das mit meinem Bruder. Aber mein Bruder ist ja auch ein bisschen, der macht ja auch ein bisschen so seinen Sportcontent. Stimmt, und so. Stimmt, habe ich gesehen. Ja. Wie heißt dein Bruder nochmal? Ledion. Heißt er ehrlich so? Ja, aber ey, guck mal, da fängt schon wieder an. Du hast dir jetzt ja einen Namen ausgedacht oder was? Ja, ich dachte wegen Riton. Nein, nein, Ledion. Also meine Schwester ist Rita. Du lügst. Wirklich? Echt? Ja, Rita Riton. Irgendwie cool. Ja. Der Name ist eigentlich voll cool. Ich habe den noch nie. Also meine Mutter sagt mir immer, als Kind hat sie das bei irgendwem gehört und hat gesagt, ich werde meine. Also, wenn ich einen Sohn, wenn ich eine Tochter habe, Rita Riton nennen. Irgendwie süß. Ja. Ist halt einfach die. Also, Riton ist einfach so diese männliche Version von Rita. So. Ja. Und wie alt sind deine Geschwister? Meine Schwester ist 23, mein Bruder ist 15. Und die machen auch beide Social Media? Also, wie das bei mir angefangen hat, ne, darüber haben wir gar nicht geredet. Ne? Stimmt, darüber hatten wir vorhin mal geredet. Genau, ja. Also bei mir hat es ja angefangen, nur durch meine Schwester mache ich das Social Media. Weil meine Schwester hat so immer Videos von ihrem Bruder gepostet. So. Ich bin halt einfach verrückt gewesen schon immer. Ne? Ich habe zu Hause so viel Kacke gebaut und so. Ich war immer so dieses schwarze Schaf. Ne? Ja. Ich habe so verrückte Dinge mal zu Hause gemacht. Und sie hat angefangen, ihre Snap-Memories, ne? Sie hat einfach angefangen, ihre Snap-Memories auf TikTok zu posten. Krass. Weil in ihren Snap-Memories, sie ist immer zu Hause so einfach mit ihrem Handy gewesen. Ich habe Kacke gebaut, sie hat einfach aufgenommen, was ich gemacht habe. Kennt man ja, ne? Ja, ich snap auch immer alles. So gespeichert in Memories. Ja. Und einfach gedacht, irgendwann mal wird es eine coole Erinnerung, ne? Und irgendwann hat sie angefangen, das auf TikTok zu posten und die Leute waren so, ey, ist einfach wie so ein persönlicher Tagebuch von Riton und die gucken sich den jeden Tag an, so irgendwelche dummen, oder wenn ich meine eigenen Videos drehe, so hinter den Kulissen, oder wenn ich gerade vom Schlafen aufgestanden bin und so richtig müde und tot bin und so, dann nimmt sie mich einfach auf, so und, Riton, ja. Weißt du, was ich meine? Und da schreiben auch so Leute in die Kommentare, da gibt's auch diesen einen Film, der in so einer Illusion lebt, komplett, Truman Show. Ja. Genau, das sagen die einfach, Riton lebt einfach Truman Show, überall sind Kameras und so, er ist nie alleine und so, weißt du? Ja. Also, das war auch witzig, also diese Kommentare. Und wann war das? Das hat angefangen vor 3 Jahren, glaube ich. Krass. Und dann hat sie irgendwie 30.000, 40.000 Follower erreicht. Ich hatte nicht mal einen TikTok-Account. Da habe ich mir irgendwann mal allein einen TikTok-Account aufgemacht, habe versucht, ein bisschen Comedy zu machen. Da habe ich sie halt ganz schnell überholt. Ja. Mit den Followern. Aber ihr Account ist halt nur über mich eigentlich. Also wenn wir zum Beispiel chillen, irgendwas Witziges passiert, nimmt sie mich auf den Post, ist einfach direkt auf ihrem Account. Ja, so. Normal. Weißt du? Witzig. Aber so eigenen Content von ihr hat sie nicht. Sie geht manchmal live, schminkt sich. Das machen eigentlich voll viele Frauen. So wie sie sich fertig machen, so get ready mäßig, ne? So macht sie auch. Ja. Mehr macht und sie auch. Und dein Bruder geht da auch alleine live oder macht er? Nee, der macht gar nicht live. Ich glaube, man darf auf TikTok gar nicht. Unter 18 darf man gar nicht live gehen, ne? Nee, er geht gar nicht live, nix, sondern macht einfach nur sein Sportcontent, wie er Fußball spielt, wie er sich dehnt. Er gibt sehr, sehr vielen jungen Menschen so Motivation, weißt du, so auch ältere, also da sind Leute manchmal, die sind 23, 22 Jahre alt, die kommentieren bei meinem Bruder, der 15 ist, ey, zieh durch, du motivierst mich voll und krass. So, überleg mal, weil mein Bruder war vor 2 Jahren noch richtig dick. Er hat über 20 Kilo abgenommen.
Hä, durch Sport dann einfach? Durch Sport krass. Einfach, Ernährung komplett umgestellt. Ja. Ich habe ihn damals gezwungen, Sport zu machen, jetzt zwingt er mich. So ist das, wirklich. Also er hat komplett sich von heute auf morgen einfach komplett verändert. Ein anderer Mensch geworden. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Lady. Er wird sich das eh nicht anhören, glaube ich, du. Doch, ich werde ihn zwingen. Leute, er muss Riton hat, bevor der Podcast angefangen hat, hat er gefragt, wie der Podcast heißt. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das ist einfach ausgedacht. Das ist sogar aufgenommen sogar. Ich kann das jetzt einspielen. Ich kann das wirklich einspielen. Okay, mach's. Mach ich. Okay. Wie heißt der Podcast nochmal? Soll ich das sagen? Alter. Er hat auch nicht mal eine Folge angehört. Nein, stimmt nicht. Ich habe TikTok-Highlights gesehen, okay? Ich habe die mir immer bis zum Ende angeguckt. Ah, oh, voll cool. Ja. Super nett. Spaß. Ja, okay, warte. Also deine Familie, also deine... Geschwister, die wissen dann ja anscheinend auch, dass du TikTok machst, wenn du es eh durch deine Schwester gemacht hast. Was haben deine Eltern eigentlich dazu gesagt? Meinen Eltern war es nur wichtig, dass ich schulisch und also so arbeitstechnisch gut aufgestellt bin. Deswegen habe ich auch die Ausbildung und mein Fachabitur. Also hätte ich jetzt das beides nicht und würde Social Media machen, ich glaube, die wären ganz, ganz anders drauf. Die würden dann so sein, so ey, du hast nichts Sicheres, du hast... Wer sagt dir, dass es jetzt so lange geht mit Social Media? Wer sagt dir, dass du... Ja, man weiß es halt auch wirklich nicht. Man weiß es halt einfach wirklich nicht. Und dadurch, dass ich die Ausbildung gemacht habe und mein Fachabitur habe, sind die da eigentlich ganz entspannt, sagen, ey, guck mal, du hast was Sicheres. Also sollte es in 5 Jahren sein, dass du kein Social Media mehr machst, dann hast du halt deine Ausbildung, kannst wieder zurück in den Beruf. Ja. So, aber die sind da sehr entspannt, die unterstützen mich, meine Mutter vor allem sehr. Mein Vater war skeptisch, aber das ist immer so bei Vätern, vor allem bei albanischen Vätern. Mhm. Also wirklich am Anfang war er komplett so, einfach, er war so am Handy, er sagt so, was machst du da für eine Scheiße? Ja. Was ist das? Und dann sitze ich da und denke mir so, wie soll ich ihm das jetzt erklären? Wie soll man einem über 50-Jährigen erklären, was du da im Internet für Videos machst? Weißt du, den Humor checkt er gar nicht. Ja, du machst ja immer diese Tanzvideos. Diese Tanzvideos, und dann denkst du, ey, was sampelst du da so rum? Ne? Ja. Und der versteht gar nicht vielleicht, dass es sich Millionen Leute angucken und diesen Tanz nachmachen, weißt du? Mhm. Aber ich habe es versucht, ihm meinen Eltern nahezubringen. Und die haben es auf jeden Fall akzeptiert und sind sehr froh darüber, dass es mir Spaß macht. Und ja. Voll gut. Ja, ich glaube, bei mir war das auch so, würde ich jetzt kein Studium machen, wenn meine Eltern auch so, Ja, stimmt, du studierst ja, ne? Ja. Also denkst du, wenn du nicht studieren würdest, wären die da so ein bisschen gegen, oder? Nee, gegen wären die nicht. Ich glaube, die würden mich supporten, egal was ist. Aber ich glaube, die wären so, wäre schon besser, wenn du was machen würdest. Weil du auch keine Ausbildung hast und so, weil du dann direkt nach dem Abi das so mäßig gemacht hast, ne? Ja. Nee, dann... So, besser was in der Hand zu haben am Ende des Tages. Dann hat man auch, also da hat man auch keine Hintergedanken bei dem, was man macht. Da kann man auch ohne irgendwie sich Kopf drüber zu machen, das voll durchziehen, weißt du, ohne zu denken, ey, irgendwann ist vorbei und bla bla. Ja, aber ich glaube, hätte ich meine Eltern nicht gehabt, die mich so mäßig so ein bisschen da reingebracht hätten, hätte ich, glaube ich, kein Studium angefangen. Ich glaube, Hättest du einfach gelassen? Ja, ich glaube, ich hätte einfach da schon mit Social Media mich darauf verlassen. Ich bin ja auch Student, ne? Ach ja, stimmt. Ja, eigentlich offiziell bist du Student. Ich bin Student, seit April. Ah, cool. Ja, ich studiere Betriebswirtschaftslehre. Wie ist es so? Ist mega. Richtig toll. Also ich habe natürlich sehr viel um die Ohren wegen den Prüfungen und so. Aber ich krieg's hin, ich krieg's alles irgendwie unter eine Decke und mal sehen, vielleicht... Und wie oft warst du da jetzt schon? Ja, ich war schon sehr oft da, auf jeden Fall. Nicht einmal. Tatsache. Ich war nicht einmal dort, aber man weiß nicht. Vielleicht nächste Woche, hast du ja irgendwann Lust. Vielleicht stehe ich nächste Woche Montag auf und denke mir, ey, ich habe unnormal Bock, heute zur Uni zu gehen und gebe mir dann die Vorlesungen. Ich glaube, da wären richtig viele geschockt, wenn die dich da sehen würden. Die würden denken, irgendwie so ein Gast, der so einen Vortrag hält, aber bist du selber Student. Ja, aber nee, ich werde, also wenn ich jetzt weiter merke, dass ich da wahrscheinlich nicht mit weitermache, dann werde ich mich auf jeden Fall, wie nennt man das? Exmatrikulieren. Ja, glaube ich. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, es heißt so. Ich auch. Ja, aber wieso hast du dich denn dafür angemeldet? Ja, auch wegen meinem Vater eigentlich. Ah. Also du hast Fachabitur, melde dich auch Dings an und studiere auch wenigstens nebenbei so. Aber du zahlst nichts fürs Studium, oder? Doch. Alter. Doch, ich zahle einfach die ganz normale Studentengebühr, die man alle 6 Monate, also semestermäßig zahlen muss. Ich weiß nicht, wie sind das? 400-500 Euro? Und du gehst nicht mal dahin? Ja, wer sagt, ich werde vielleicht in Zukunft hingehen. Nächste Woche werde ich vielleicht früh aufstehen und dann gehe ich studieren.
Und dann danach live. Oder dann, währenddessen live. In der Uni live. In der Uni live. Das machen krass. So viele gehen ja. Ja, so viele gehen in der Schule live. Das sehe ich so oft. Habe ich noch nie gesehen. Okay, doch, ich in der Schule schon so jüngere bisschen, ja, ne? Ja, und dann wird deren Handy weggenommen von den Lehrern. Und das ist alles im Live? Ist, ja. Okay, das ist schon witzig. Hat der Lehrer, das ist so witzig. Eigentlich müsste ich zur Uni gehen und dann so solche Pranks drehen oder sowas. Ey, mach das. Das wäre so witzig. Einfach und dann, mal wenn so die mich rausschmeißen, dann ist es halt so. Ist halt so. Du wolltest eh nicht wirklich. Wollte ich eh nicht wirklich so. Wenn ich überlege, ich mache da schon was Cooles. Hm. Mal sehen. Interessant. Du hast ja 3 Accounts. Genau. Und das ist ja wahrscheinlich super duper anstrengend. Das, also was heißt anstrengend? Ich habe es mir naja, irgendwo selbst ausgesucht. Naja, aber die sind ja alle aktiv. Alle aktiv, ja. Und du postest da ja oft nicht jeden Tag, oder? Also auf jedem Account? Auf meinem Hauptaccount, jetzt seitdem ich so regelmäßig live gehe, poste ich nicht mehr so aktiv. Aber früher habe ich da jeden Tag 2-3 Videos hochgeladen auf dem Hauptaccount. Du hast ja, erklär mal bitte die Accounts alle. Also, ich habe einen Hauptaccount. Was heißt, postest du da? Da poste ich nur Comedy-Sachen eigentlich. Mhm. Nur Comedy, Witze, Trends, bla bla bla. Alles so, was so im Trend ist und witzig ist einfach. Der hat jetzt, glaube ich, fast 1 Million. Aber obwohl ich da jetzt zum Beispiel nicht so regelmäßig poste, sind da die Followerzahlen sehr hoch gegangen durch die Livestreams auf dem anderen Account. Dann habe ich einen Account, der heißt Ritons Live. Also Ritons Live. Das ist so mein Leben mäßig. Einfach so ein bisschen Real Talk, Deep Talk. Ach so, okay. Ja, genau, weißt du, ich habe da so auch Ernstvideos oder wo ich laufen gehe, joggen gehe und so ein paar Sprüche. Oder da, wo du noch lange Haare hattest. Wo ich noch längere Haare hatte, genau. Oder halt einfach irgendwelche Sprüche, die mir gerade einfallen mit einem Beat im Hintergrund oder irgendwas. Also wirklich einfach nur so Videos, wo man in den Kommentaren gehen kann und mal ein bisschen lesen kann, was die Leute so schreiben. Weil es gibt einfach, ist traurig, aber ist so, es gibt halt einfach sehr, sehr viele, die auf TikTok hängen ganze Nacht und dann ein bisschen die Nacht so sich Videos anschauen, so voll einsam sind und sowas, weißt du? Und dann, wenn die so in den Kommentaren sich manche finden und dann miteinander ein bisschen rumschreiben und so, finde ich das immer voll cool. Ja, mir haben auch voll viele geschrieben, dass die sich in den Kommentaren mit Leuten mal angefreundet haben. Das finde ich so krass. Das ist auch im Livestream bei mir so. Voll viele schreiben mir, ey, ich habe durch deine Lives so viele Freunde gefunden und so. Das ist so unnormal cool. Ja. Und dann denkt man so, ey, die gucken dir dabei zu, haben vielleicht im Chat gesehen, ey, da ist ein Name, den die öfter sehen. Haben sich dann irgendwie gefolgt oder so und sind einfach Freunde geworden. So, ja. Überleg mal. Voll krass. Voll. Ja. Genau. Was, wo war ich gerade? Bei dem zweiten Account. Mehr. Ach ja, genau, dein Account. Da mache ich einfach nur so Real Talk-mäßig Sachen. Und Lip-Sync auch so ein bisschen, weißt du, also nicht richtig, aber dieser eine Sound, den ich immer benutze, so, das ist so das, was ich mache. Und halt mein Live-Account, Riton Live. Und was machst du bei Riton Live? Ich poste dann nichts, außer, ey Leute, hier geht's live. Das war's. Nichts anderes. Nichts anderes. Und sagst du dann auch immer so, was du da machst im Livestream? Oder sagst du mal, ey Leute, gar nichts. Ich sag, ey Leute, ich geh jetzt live. Also und jeden Tag genau das gleiche jeden Video. Jeden Tag eigentlich genau das gleiche Video. Dann trinke ich irgendwie auf dumm ein bisschen Wasser oder irgendwas. Oder ich sag, oder ich war beim Friseur, sag ich, ey, guck mal Leute, ich war beim Friseur, ich bin jetzt live, kommt rein. Fertig. Gott. Einfach irgendwelche Streaming-Ankündigungen, das war's. Ja, aber auch eigentlich. Ja, aber wenn ich jetzt noch das Content. Das Ding ist, ich sehe das auch bei voll vielen, dass die dann so sagen, ja Leute, ich gehe jetzt live, wenn ihr das und das sehen wollt, dann geht rein. Ja, und dann aber, sind die gerade live. Aber es gibt ja auch Leute, die machen so Videos, kommt jetzt in mein Live und dann kriegt ihr 1000 Follower dazu und so. Kennst du diese Leute? Ich kenne nur die Leute, kommt jetzt in mein Live und dann rasiere ich mir meinen Kopf. Ja, mein Kopf, okay, so meine Haare. Augenbrauen und meine ja, Haare. Ja, ja. Aber das ist ja komplett was anderes. Also ich sage wirklich lediglich nur, ey, kommt in mein Livestream, ich bin jetzt live. Fertig. Ich sag jetzt nicht, ey, komm, ich rasier mir eine Glatze oder so, weißt du, aber da gibt's schon sehr, sehr viele, die sowas machen, nur um halt Zuschauer zu generieren, ne? Aber ja, krieg ich den Content auf dem Live-Account habe ich nicht, das wird noch fehlen, dass ich jetzt noch auf meinen Live-Account habe. Ich wüsste gar nicht, was ich da posten soll. Ja. 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 Hast du auch, bevor du live gegangen bist, hast du ja auch TikToks ganz normal gemacht. Genau. Und du hast einfach dann damit angefangen, als deine Schwester dich dann immer gepostet hast, dann warst du so, ja, okay, dann mache ich auch jetzt meinen eigenen Account. Genau. Und dann welchen hattest du denn als erstes? Den Ritons Live oder? Also ich hatte Riton? ganz zu Beginn, so wie ich auf Instagram heiße, einfach Riton mit Doppel-I. Das war mein erster TikTok-Account. Ah. Der hatte dann 110.000, 120.000 Follower. Der wurde dann einfach komplett gelöscht. Also da stand irgendwie Community-Richtlinien, bla bla bla. Ich habe halt auch Videos gemacht, die so. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe damals auch Videos gemacht, wo ich im Auto geschrien habe und so irgendwas gesagt habe. So, ich war im Stau
dann bin ich so aus dem Schiebe da raus und dann bin so richtig durchgedreht, ey, warum bin ich jetzt im Stau und sowas, weißt du? Und dieses Schreien, glaube ich, klingt richtig dumm, aber so, dieses Schreien, glaube ich, also ich glaube, Schreien ist gleich bei TikTok so mäßig wie ein Angriff oder so, ich weiß es nicht. Das kann und das sein. Wurde immer weggesperrt und irgendwann war der Account weg und da hatte ich einfach von heute auf morgen nicht ein Follower mehr auf TikTok. Da hatte ich keinen Account, nix. Deswegen hast du jetzt auch 3. Und deswegen habe ich jetzt auch 3. So, überleg mal, ich hatte 120.000 Follower geknackt oder so und dann bin ich nächsten Morgen aufgestanden, der Account war weg und es war einfach null. Mhm. Dann ich mir so, ey, das ist mir zu viel, das regt mich jetzt richtig auf. Dann habe ich einfach einen Account aufgemacht. Ich dachte mir so, guck mal, wie kann ich jetzt diesen Account nennen, dass ich auffalle und die Leute mich wiedererkennen. Da habe ich einfach Riton gemacht, wieder. Aber mit 69, also ich habe nur 69696969 so viel gemacht, bis der Benutzername voll war und man nichts mehr schreiben konnte. Dass wenn mich jemand auf der For You Page sieht, diesen fetten Namen einfach komplett drauf sieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass die wissen, okay, das bin ich, fertig. Aber warum? Ich war so gekriegt. Aber den hast du jetzt nicht mehr. Das ist der Account, den habe ich aber umbenannt. Ah. Weil dieser, also mein Hauptaccount, der hieß eigentlich jetzt bis vor 2-3 Monaten Riton 69696969 komplett mit 69. Und das hat, also, das hat gefunkt. Die Leute haben mich wiedererkannt. Ich hatte mehrere Monate. Ich glaube, das wäre aber auch egal gewesen, wie du den genannt hättest. Ich weiß nicht. Ich dachte, wiedererkannt vom also, Gesicht her. Ich dachte so, komm, ich muss das jetzt machen, ist mir egal. Aber ich hatte jetzt bei dem davor, der halt weg war, der Account, der bis heute weg ist übrigens, der ist aber noch bei der Followerliste von meinem Account. Ne? Ich hatte den gefolgt. Da sieht man einfach so graues Profilbild und so. Für diese 100.000 Follower habe ich 3-4 Monate gebraucht, wenn nicht länger. Und auf dem anderen habe ich dann in 3 Wochen wieder über 100.000 gehabt. Krass. Also ging schnell. Aber ist halt mit sehr, sehr viel Kopfschmerzen und Aufregen verbunden. So. Aber okay. Was soll man machen? Blablabla, bla bla, das habe ich schon alles gefragt. Ach ja, du hast durch Social Media, ich weiß nicht, ob das war bevor oder nachdem du angefangen hast mit Livestreams, hast du ja auch ganz viele Kontakte mit anderen. Mit Künstlern. Persönlichkeiten so gemacht. Genau. Wer zum Beispiel? Das war alles auch schon vor den Livestreams tatsächlich. Ja. Das war einfach nur wegen meinen Videos, wegen Trends, die ich so mitgemacht habe, auf halt meine Art und Weise, witzigen. Eigentlich der bekannteste, den man so kennt, ist Dardan. Wir sind sehr, sehr gute Freunde geworden dadurch. Also damals, ich weiß es gar nicht, ob ich habe irgendwie bei ihm kommentiert oder ihn angeschrieben oder irgendwie sowas. Da hat er mir auch einfach auf Instagram gefolgt und krass. Dann dachte ich mir so, Alter, so ich höre den schon so lange, der folgt mir jetzt einfach auf Instagram. Da war so das erste Mal, wo ich so dachte, ey, Alter, so Leute nehmen mich ernst. So weißt du, man muss ja auch einfach mit sich selbst so klarkommen, so wie steht man im Internet da. Ist auch gar nicht so einfach übrigens. So, weißt du, was ich meine? So selbst, weißt du, wie du selbst im Internet stehst? Kannst du dich selbst einschätzen, wie du auf andere rüberkommst? Ist schwierig, ne? Ja, nee, es ist echt schwer, weil auf denen ich kann mir vorstellen, dass ich manche Leute nerve, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich manche mögen. Genau so. Und also es ist ja auch so. Ist ja so, ist ja immer so, egal was du machst. Und da hat er mir so Props gegeben und so, war voll cool drauf. Und er kommt tatsächlich aus derselben Stadt wie ich, aus Kosovo, also unsere krass. Eltern. Und ich glaube, deswegen ist auch nochmal so eine Bindung da, wo man so freundschaftlich sagt, ey, so wir sind aus derselben Gegend, wir kommen so, unsere Eltern kommen aus derselben Hood. Und wir sind sehr, sehr gute Freunde geworden dadurch. Wir telefonieren auch oft. Wir geben uns so gegenseitig Tipps. Er fragt mich vielleicht manchmal was bei seinen TikToks oder wenn er einen Song macht oder so, bin ich auch dabei und unterstütze ihn. Und zum Beispiel hat er doch mit Makar jetzt letztens einen Song hochgeladen. Wie heißt das? Du bist mein. Da bin ich ja auch sogar auf dem Ankündigungsvideo beziehungsweise so Trailer bei Instagram auch dabei sogar. Krass. Man unterstützt sich gegenseitig, weißt du. Ich benutze seine Sounds vielleicht manchmal und so. Und er war auf Tour, Anfang des Jahres, Februar. Ich war auch in 5, 6 Städten dabei, bin ich auch mit dem Tourbus mitgefahren und so unnormal coole Erfahrung. Wo warst du denn alles? Ich war in Hannover, Berlin, Hamburg, erster Tag, da war ich sogar hier in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo das in Hamburg war wirklich, da hatten wir schon letztens drüber geredet. Ja. Komplett andere Erfahrung, weil du hast da kompletten Kontakt einfach zu den Leuten, die dich feiern so. Und als TikToker, Livestreamer und sowas ist ja komplett das Gegenteil. Du hast ja gar keine Bindung so gesehen zu den Zuschauern in Real Life, sondern einfach nur über den Bildschirm. Und da habe ich einmal so gesehen, ey, wie krass es eigentlich ist,
wie viele Menschen sich in einem Saal, Raum so versammeln, nur um eine Person jetzt zu hören oder zu sehen, weil das ist ja eine Tour von Imo und Hava gewesen, ne? Ja. Von beiden zusammen. Und da warst du mit auf der Bühne. Genau, da war ich auch auf der Bühne. Und da gab es ja auch diese Ausschnitte davon. Ja, genau, das wurde ja auch auf der For You-Page komplett gepostet, wo ich dann im Publikum stand und sowas. Und ich sagen so, ey, Riton ist hier und so, bei Dardan Tour. Und das war richtig cool und da waren auch sehr, sehr viele Künstler international auch dabei. Mhm. Ricky Rich, Makar, Distinct, sehr, sehr viele Leute, die man kennt. Auch Bones, ich habe einfach mit Bones im Backstage gechillt, wenn man so denkt, weißt du. Und dann bin ich da im Backstage, ist da Dardan, so seine Jungs, Hava und alle. Und dann sitzt da einfach, der war mit Skimaske da, ne? Ich wusste gar nicht, also er hat einfach so eine grüne Skimaske auf. Wer jetzt? Bones. Okay. Saß dann auch und ich wusste gar nicht, dass er das ist. Und der hat einfach da gechillt. Ich wüsste auch nicht, wie der aussieht. Ich wusste es nicht und war auf jeden Fall da. Und das ist schon cool, so solche Einblicke haben zu können durch Social Media, durch diesen Kontakt jetzt zu Ihnen beispielsweise. Ja. Und es ist richtig cool, die Tour war mega nice. Also so im Tourbus zu schlafen, während man schläft, fährt ja der Bus so, ne? Das sind ja, du gehst ja hoch und die Betten sind ja so übereinander, so wie so eine kleine Kabine. Ja. Ist auch voll gemütlich. Das wippt dann so, während du fährst. Weißt du, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell eingeschlafen wie in diesem Tourbus. Wirklich. Hä, aber du warst dann da mäßig alleine, also du kanntest dann nur Dardan. Ich kannte Dardan und so seine Jungs, die er dabei hat. Hast du ihn davor schon mal kennengelernt? Ich habe ihn davor schon mal kennengelernt, in Kosovo habe ich ihn getroffen. Hey, krass. In einem Burgerladen. Hatten wir uns zufällig gesehen, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auf der Tour war, hatten wir nur geschrieben über Instagram. Das ist voll verrückt. Und dann haben wir uns auch direkt eigentlich verstanden, das war richtig cool. Ja, aber du bist dann da direkt hingegangen. Alleine, dann war das nicht irgendwie voll... Das war in Hamburg, ne? Dann bin ich da einfach alleine hin. Da kam ein Kollege, mit dem bin ich jetzt übrigens sehr, sehr gut befreundet. Mhm. Primo, grüße ihn raus an dich. Er ist einfach zur Tür gekommen. Also, er, Riton, komm. Und dann bin ich einfach hinten durch. Da waren auch schon vorne bei der Schlange so Leute, die mich erkannt haben. Hey, Riton. Und dann bin ich hinten rein zum Backstage. Habe ich ihn kennengelernt, sehr, sehr korrekte Jungs. Aber die sind alle so familiär und so cool drauf. Es war am Anfang komisch, weil ich so einfach so ein random Typ, der miteinander chillt. Aber da hat man mit denen da geredet, Themen gehabt, getrunken, gegessen. Die haben ja auch ein komplettes Catering-Team, ne? Die ganze Tour dabei, die ist ja... Das ist so krass. Das ist so krass. Egal, was du essen willst. Also, die haben Frühstück, 3 Optionen, die du essen kannst. Mittagessen, 3 Optionen und Abendessen, 3 Optionen. Du gehst einfach in die Küche, bei der Location halt, wo ihr seid. Jetzt beispielsweise Oberhausen oder Berlin oder so. Und du sagst einfach, was du haben willst und die machen dir das Essen. Und das ist alles halt von der Tour, ne? Und wenn du im Team bist oder da jetzt dabei bist oder so, dann kannst du halt einfach umsonst essen und trinken, ganze Zeit. Das ist halt einfach voll cool. Dann gehst du halt einfach in den Catering da, in die Küche und die isst dann alle zusammen. Also war unnormal coole Erfahrung. Jetzt im September geht er wieder auf Tour. Mal sehen, ob ich da am Start sein werde. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Würdest du dann auch mit denen live gehen? Oder ja, also ich bin ja live gegangen. Ich war im Tourbus, während der Tourbus gefahren ist, hatten wir dann Musik angemacht und dann habe ich gerappt einfach. Zum Beispiel Songs von Dardan und so. Cool. Habe ich dann gerappt im Tourbus und so. Das war mega cool. Lustig. Weil Dardan hat ja nicht immer im Tourbus geschlafen, sondern im Hotel dann, ne? Weil es ist halt natürlich auch sehr viel Stress für ihn, dann auf die Bühne zu gehen und sowas. Und dann im Tourbus bleibt man sehr lange wach. Macht Witz. Also wir waren so lange wach, bis 3, 4, 5 Uhr morgens. Und um wie viel Uhr musst du dann immer aufstehen? Und dann waren wir in der nächsten Location, mussten aufstehen, um 11, 12 Uhr, ja, also, aber man selbst, also ich jetzt zum Beispiel als Person musste ja eigentlich nichts machen. Das ganze Catering-Aufbauteam macht ja alles und ich habe ja eigentlich damit nichts zu tun. Aber es war witzig, war sehr, sehr cool. Und dann haben wir gerappt, da war ich live währenddessen. Ist dann vom Hotel aus in mein Live gekommen, hat zugeschaut, wie ich seinen Song singe und so, weißt du, also war unnormal cool. Also würde ich auf jeden Fall, wenn jemand die Möglichkeit dazu hat, ihm auf jeden Fall empfehlen, das auch zu machen. Das ist richtig geil. Gibt es noch irgendwie Leute, die dir gefolgt haben, wo du dir so dachtest, oh mein Gott, das ist voll krass? So ein bisschen. Kann ich mal gucken? Ja, cool. Das fällt mir gerade gar nicht einfach, aber vielleicht kommt jetzt einer. Aber bei Dardan war auf jeden Fall so, ey, boah. Ja. Also das war so das erste Mal, wo ich dachte. Warst du schon vorher Fan? Was heißt Fan? Ich habe seine Musik einfach gefeiert und auch jetzt sage ich auch immer noch, wenn ich mit ihm chill und cool bin, mit ihm sage ich ihm, ey, deine Musik ist die zeitloseste, voll die coolste und ich feiere es einfach. Und das weiß er auch. Also wirklich einer der meiner Lieblingskünstler. Ich schaue mal nach, ob hier irgendeiner ist, wo ich auch so geschockt war. Young Hoon. Ich wollte das gerade auch sagen. Ja, das wollte ich ansprechen. Das ist so cool. Young Hoon, auch sehr, sehr cooler Typ. Ja. Der hat mir auch gefolgt. War ich auch so, hä? So, ich weiß gar nicht, ob ich dem vorher gefolgt hatte oder mir, aber er hat auf jeden Fall meine Livestreams mitbekommen. Ich glaube. Er fand die sehr, sehr witzig. Und ich war auch live mit ihm. Echt? Ja. Krass. Also wir waren bei, kennst du einen Aditoro?
Nee. Einer aus der Schweiz ist das. Der hat auch blauen Haken, 2 Millionen oder so. Und Yang Hoon ist ja aus der Schweiz. Ah, echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Die waren live als gastmäßig. Freddy war da auch drin. Mhm. Da war ich im Chat und da haben die mich einfach hochgeholt. Und dann war ich halt einfach kurz live mit ihm. Auch ein sehr, sehr lieber. Ja, ich glaube, ihr habt auch ähnlichen Humor. Ja, so verrückten Humor. Der ist halt, er ist aber halt wirklich verrückt, verrückt, verrückt. Mhm. Ne? Der ist wirklich komplett. Aber sonst glaube ich. Guck mal, DJ Gimio kennt man. Kennst du nicht? Nee. Kennt viele. Auch ein sehr, sehr lieber Typ. Aber sonst, glaube ich, sind wir. Aliva habe ich auch durch die Tour kennengelernt. Echt? Krass. War in Köln bei Dardan Tour. Wir waren ganz kurz im Backstage, haben miteinander geredet. Und so süß und lieb, wirklich, das hatte ich noch nie. Einfach, wir hatten geredet, sie wollte mit mir diesen Tanz machen, den du immer machst. Sie wollte ein Video mit mir damit machen, aber wir hatten keine Zeit mehr, sie musste abhauen. Und da hat sie mir einfach irgendwie 1-2 Stunden später, wo sie zu Hause oder so, geschrieben: Ey, Riton, du bist ein sehr, sehr sympathischer Typ, hat mich gefreut, dich kennenzulernen, und hat mir gefolgt auf Insta. Ich war so, cool. Ey, unnormal süß und lieb. Also, Ailee war auch ein sehr, 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 sehr liebes und süßes Mädchen. Und Sido! Sido! Oh mein Gott, warte, war der nicht auch mal mit dir live? Er war live. Er war. Der meinte doch irgendwas ganz Komisches, oder? Er hat mich einfach gedisst in meinem eigenen Live. Ja, was meinte der nochmal? Es war 4 Uhr morgens, ja. Und ich habe mein Brownie-Eis und dieses Fake Ben & Jerry's in meiner Küche gegessen. Ich bin da so mit voller Schokolade in meinem Mund. Auf einmal sehe ich Sido im Chat. Ja. Ich so, was geht hier ab? Auf einmal schickt er mir eine Gastanfrage. Ist er mal live gekommen? Es war halt spät, ne? Mhm. Er war halt sehr, sehr cool drauf, sag ich mal so. Ja. Da sagt er einfach, kennst du diese Carter-Familie? Eric Carter, Nick... Ja, ja, ja. Die haben ja alle so Mittelscheitel. Die ganze Familie, Google mal. So, und da kommt er einfach mal live. Wie schreibt und sagt, man das? Kart, C-A-R-T. Ah, okay, ja. Ja, siehst du da irgendwann mit Mittelscheitel und blonden Haaren? Bei mir sieht das so aus. Gib mal Carter-Familie. The Eric Carter. Oder wie hieß der? Warte, ich guck mal. Eric Carter. Warte. Der hier in der Mitte? Nein. Ja, wie bei Kater, irgendwie sowas. Warte, ich gebe mal einen Kater Mittelscheitel. Mittel. Hier, Nick Kater. Ah, zeig. Nick Kater, guck. Hier, ich zeig's in die Kamera. Ah, okay. Und er meinte, sagt, du siehst aus wie irgendwie, er hat irgendwie gesagt, ist Nick Kater gestorben oder warum hast du so eine Frisur? Irgendwie sowas. Was? Und ich sitze da so, ich esse dir mein Eis und du sagst sowas. Was soll ich jetzt dazu sagen? Und dann ist er einfach rausgegangen. Stimmt. Er war so, tschüss, und ist rausgegangen. Screen-Recording gesehen. Ich denke so, Alter, was war gerade Sido drin, habe ich gefühlt beleidigt. Wie lange war der da? Der war 2 Minuten drin und ist rausgegangen. Krass. Einfach so, tschüss. Dann war er weiter im Chat. Der ist aber mit anderen Leuten auch immer live, ja, so der richtig ist, er ist so richtig random. Mitten in der Nacht. Richtig so. Cooler, witziger Typ. Ja. Dann ist er rausgegangen, war im Chat und irgendwann ist er wieder reingekommen. Hat wieder einen Spruch los. Genau, da hat er geredet, was isst du da eigentlich für ein Eis? Und ich so, ja, Brownie-Eis. Er so, ja, zeig mal. Das zeige ich ihm so, dieses Eis. Er so, oh. Geil. Ich dachte so, was passiert hier? Ich rede hier mit Sido über mein Brownie-Eis. So. Krass. Das war zum Beispiel auch richtig, richtig cool. Und der hat mir tatsächlich auch Tage danach auf Instagram geschrieben gehabt, ey Riton, warte, ich kann ja mal hier bei TikTok, ich kann dir die Nachricht 1:1 vorlesen. Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. So ist das. Aber hat er diesmal was Nettes gesagt? Ey, hätte er mich jetzt auch beleidigt im Chat, dann hätte ich gesagt, ey, komm mal Sido, chill mal ein bisschen. So. Ja. Er hat geschrieben, Großer, du bist der beste Mensch hier bei dieser TikTok, bleib so. Bitte bleib so, komm, oh nein, wie süß. Nein, ein bisschen süß. Ey, unnormal süß gewesen, heftig. Cute. Genau, und da sehe ich hier gerade Pietro Lombardi, war auch in meinem Stream auch krass. Ein sehr, sehr netter Typ. Aber ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber das sind so ja, Beispiele. Ja, normal, aber trotzdem. Ja, das sind so, ja. So Sido kenne ich, Alter, seit kann man ist immer. Seitdem ich geboren bin, ja. Kennt man ihn so in Deutschland mit seinen Songs und er ist ja wie so eine Rap-Musik-Ikone in Deutschland. Ja. Das und ist sowas, echt krass. Unnormal cool, wenn ich mir denke, er sitzt zu Hause, hockt irgendwo im Studio oder so und guckt sich meine Livestreams an, dann denke ich mir, ey, das ist verrückt. Ja, das ja. Ist echt krass. Apropos jetzt gerade eben, was er meinte über deine Haare, du hattest ja richtig viele Frisuren. Ich hatte jede Frisur, wirklich, alles. Wirklich, du hast schon alles. Alles, 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 wirklich. Du ich hattest hatte, einen Buzzcut, was genau. Hast du noch? Ich hatte Buzzcut, da hatte ich den Buzzcut gefärbt in Silber. Ah, okay. Frag nicht. Okay. Ich hatte irgendwie so, ich sah aus wie so ein Silbersurfer, ne, so richtig komisch. Dann hatte ich diese Frisur, die ich jetzt habe. Da hatte ich auch einen Seitenscheitel. Da hatte echt? Ich Haare bis zu Schultern. Haare bis zu Schultern mit Dauerwelle. Frag, ey, bitte. Das war komplett, ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Ich hatte auf jeden Fall jede Frisur. Okay. Ich habe alles einmal durchprobiert, aber das ist so meine. Da bleibst du jetzt mit dran. Da bleib ich erstmal dran. Und ich, du glaubst nicht, ne, aber ich bin für meine Haare bekannt. Es ist einfach.
ich laufe in der Stadt rum, von 1 Kilometer Entfernung erkennt mich einer wegen meinen Haaren. Ja, das stimmt. So. Und das ist schon wie so mein, wie nennt man das? Markenzeichen. Auch wegen meinem Profilbild, wegen dem Prince Charming. Alle vergleichen mich einmal mit Prince Charming. Wegen mit seiner Frisur. So, deswegen ist die Frisur. Und wenn ich die Haare natürlich nicht habe, dann bin ich nicht so der Prinz. So. Crazy. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt so einen kleinen Cut und ich lese dir jetzt Fragen von Zuschauern vor. Sehr gerne. Was die alles gefragt haben. Ich bin gespannt. Ich auch. Hast du schon vorher irgendwas rausgesucht? Nee, ne? Oder? Nö. Okay. Ich mach das immer spontan. Wenn du ein Brot wärst, welches wärst du? Brot? Ja. Was? So diese Mehrkornbrot mit allen Körnern. Weil ich so alles bin, so universell. Isst du das aber auch? Magst du das Brot? Soll ich das Brot sagen, was ich mag? Nö. Das war aber jetzt gerade eine Frage von mir. Also ich würde es so beantworten. Okay, aber Mehrkorn. Aber isst du das Brot auch? Ja. Ich denke schon. Gibt es ein Comeback mit dieser einen Person, mit der du mal live warst? Habt ihr Kontakt? Nein. Wie geht es dir heute von 1 bis 10? 9. Ich bin sehr gut gelaunt. Mir geht's sehr gut. Aber der eine Punkt Minus, weil ich jetzt nicht live war. Mittags, abends, weil es so voll zu meiner Routine gehört. Stresst dich das gerade? Nein. Es fühlt sich gut an. Echt? Ja. Krass. Ich weiß, dass ich heute Abend wieder jetzt live gehen werde. Okay. Und dann erzähle ich auch von allem hier. Okay. Crazy. Okay, warte. Das sind alles Fragen über eine Person. Hast du deinen Führerschein? Ja, schon seitdem ich 17 bin. Und wie schnell hast du den gemacht? Ich habe den, vorhin sogar geredet. Ich habe den gemacht in 4 Monaten. Also ich habe den komplett durchgezogen. Richtig, richtig schnell gemacht. Fertig. Und dann dachte ich mir, zack, zack. Bin 19 auch direkt aus der Probezeit gewesen. Voll cool. Bin ich froh darüber, dass ich das gemacht habe. Aber ich wohne halt so außerhalb. Weißt du, ich wohne nicht so in der Stadt. Und ohne Führerschein, ohne Auto, wenn man außerhalb wohnt, ist halt komplette Katastrophe. Unsere Bushaltestelle, ich bin damals mit dem Bus in die Stadt gefahren, bei uns in der Kleinstadt. Alle 2 Stunden kam ein Bus oder sowas. Boah, überleg mal. Das ist echt nervig. Das ist Katastrophe. Ist es bei dir in der Stadt schwer, einen Parkplatz zu finden oder ist das okay? Ich wohne in einem Dorf, wo 1000 Leute wohnen. Ich meine das nicht. Ich meine, wenn du meinst, in der Stadt ja, jetzt würde ich dann. Wenn du dann mit dem Auto dann in die Stadt. Ja, also weil in Hamburg wäre das schwer. Ich wohne halt nicht in Hannover, sondern in einer Region neben Hannover, weißt du? Und das ist komplett. Also die Stadt sogar hat 20.000 Einwohner. Ja, okay. Also das kann man nicht vergleichen mit irgendeiner Großstadt oder so. Jemand hat gefragt, was ist dein unrealistischer Traum? Ich will schon, also seitdem ich klein bin, will ich Schauspieler werden. Echt? Ja. Ich wollte das früher auch. Mein Traum ist es, auf ewig Schauspieler zu werden, international. Ob mein Englisch dafür reicht, keine Ahnung, aber ich wollte kann es immer. Kann man ja mal versuchen. Genau, also wirklich Schauspieler werden ist mein absoluter Traum. Irgendwo in welchen Netflix-Filmen oder sowas zu sein, Kinofilmen, das ist das, was ich immer wollte und das ist mein Traum, so das verfolge ich. Ob es mal klappt. Du hättest ja auch eine schauspielerische Ausbildung machen können. Ja. Hätte ich machen können, aber bei uns da in der Stadt glaube ich jetzt eher nicht. So, ja, das stimmt. Weißt du, und ja, aber wurde es leider nicht, aber Schauspieler wären das so mein Traum. Das ist das schon sehr, echt sehr cool. Zu werden. Wo möchtest du unbedingt mal hinreisen? Thailand. Unbedingt. Mhm. Also ich war jetzt in Dubai, war ich 2-mal. Auch sehr, sehr schön, aber ich will mal dieses Tropische, dieses andere einfach sehen. Thailand ist komplett so, man denkt, das ist auf einem anderen Planeten, weißt du? Mhm. Würde ich sehr, sehr gerne hinfliegen. Und ich war im Dezember 1 Monat in New York. Echt? Das war auch ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Ich wollte unbedingt mal nach New York, nach Amerika. 10 von 10. Aber teuer, oder? Ist teuer, aber ich habe zum Glück Familie da. Ich habe eine Tante in New York. Und da habe ich dann geschlafen bei denen. Sehr cool. So, aber sonst so mit Unterkunft und sowas, ne, das ist ja komplett richtig teuer. Ich glaube aber auch Supermärkte da sind super teuer, da überhaupt Essen zu kaufen. Essen und alles ist teuer. Ja. Bist du abergläubisch? Ne, gar nicht. Okay. Nein. Was ist dein Lieblingstier? Boah. Lieblingstier? Ist immer du bist nicht so ein Tiermensch, ich bin gar nicht so ein Tiermensch, wirklich. Ich weiß nicht warum, aber
So, der typische Junge würde jetzt sagen Löwe oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, weil ich Löwe bin und so, aber kann ich auch nicht sagen. Ich weiß ist dein Sternzeichen Löwe? Nein. Achso, ich dachte, du meinst Krebs. Ah, okay. Aber Sternzeichen gibt es auch viele, die so vom Sternzeichen dann das nehmen. Aber ich habe keine Ahnung, wirklich. Also ja. Ich würde sagen, wenn es jetzt Hund- und Katzenthema ist, dann würde ich glauben, also mehr eher Katze sagen. Ja. Genau, was war früher dein Traumberuf? Ist ja Schauspieler. Genau. Ist ja immer noch. Genau. Bald. Bald. Bald Schauspieler. Bald Schauspieler. Hollywood. Kann man ja machen. Willst du mal heiraten? Ja, auf jeden Fall. Und Kinder kriegen und alles Vollprogramm. Wie viele Kinder möchtest du? 3. So wie bei uns. 3 ist perfekt. 2 Jungs. Und ein Mädchen. Ein Mädchen. Und das Mädchen die älteste, oder wie? Also Hauptsache gesund, aber ich würde es am coolsten finden, wenn mein ältester ein Junge wäre. Mhm. Weißt du, also zuerst ein Junge. Das wäre so cool. Ja. Dann, wenn er so erwachsen wird, hat man so einen, der ist einem am nächsten, so, weißt du? Das wäre cool. Hast du schon mal ein Instrument gespielt? Also nein. Nein, noch nie. Noch nie. Mein Bruder wollte damals mal anfangen, Gitarre zu spielen. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass wir bei uns in unserem albanischen Haushalt auf einmal eine Gitarre hatten und mein Bruder da versucht hat, durch irgendwelche Noten zu spielen. Das war so komisch. Ja. Und dann nach 2 Monaten hat er es auch gelassen. Also es war gar nichts für ihn, gar nichts, gar nichts. Die Gitarre steht immer noch bei uns in der Wohnung. Ja. Aber so Spaß mal oder so, aber ne, gar ja. nicht. Warst du traurig, als du Kontaktabbruch mit vielen TikTokern hattest? Also hatte ich mal einen Kontaktabbruch mit vielen TikTokern? Ja, ich weiß, da steht auch nur eine Person, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, ich bin immer positiv, immer glücklich, egal mit wem ich live gehe und dann halt wieder nicht gehe. Ist immer eine Erfahrung gewesen, eine coole Zeit übrigens auch sehr. Und ich bin einfach nur froh, immer wenn Dinge passieren, die cool waren. Und ich traue nicht hinterher, wenn Dinge vorbei sind, sondern ich bin einfach froh, dass sie gewesen sind. Ja. Und so sollte man viele Dinge im Leben sehen. Glücklich sein, dass es war und nicht traurig sein, dass es jetzt vergangen ist. Was ist das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Und könnt ihr mich grüßen? Ich heiße Lea. Hallo Lea. Lea, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Peinlichste, was mir je passiert ist? Boah. Mir fällt da gar nichts ein. Fällt dir nichts ein? Mir fällt wirklich nichts ein. Einfach, du bist einfach nicht peinlich, oder wie? Ich kann peinlichen Situationen sehr, sehr gut entkommen. Echt? Unnormal. Wie? Also ich könnte, wirklich, ich könnte... Bitte hier, sag mir wie. Ich könnte hier wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ne, aber ich könnte mich gefühlt jetzt vor dir einscheißen und ich wüsste, wie ich mich rausretten könnte. Wie? Ich weiß es nicht. Ich hab's irgendwie in mir. Krass. Vielleicht auch durch diese Lives, dass ich mich da irgendwie rausreden kann, ja. durch alles und so. Ich weiß nicht, was mir Peinliches passiert ist bis jetzt. Aber ich glaube auch, eine Situation ist nur peinlich, wenn man die selber peinlich macht. Wenn man sie peinlich macht, genau. Und ich bin so, mein Handy fällt hier runter und ist zum Beispiel komplett das Display jetzt kaputt oder so. Ich würde es einfach so nehmen und so tun, als wäre es gar nichts passiert und so. Einfach in die Tasche packen, weißt du? Oh nein. So, ich weiß, wie ich den Situationen aus dem Weg gehen kann, dass es nicht peinlich ist. Aber ey, bestimmt ist mal was richtig Peinliches passiert, aber es fällt mir einfach nicht ein. Ja. Wenn es mir einfällt, gebe ich Bescheid. Okay. Döner mit oder ohne Zwiebeln? Ohne. Echt? Immer ohne. Okay. Nie mit Zwiebeln. Okay. Würdest du eine Model-Karriere starten? Denn du hast das Zeug dafür. Oh, sehr lieb, dankeschön. Wenn es sich ergibt, warum nicht? Ich war schon auf 1-2 Shootings. Ja, du hast ja solche Model-Bilder. Genau. Ich war so auf 1-2 Shootings, wo so, wie nennt man das, Setcard oder sowas, dass man das irgendwie rumschicken kann, irgendwelchen Firmen und sowas. Wenn sich was ergibt, warum nicht? Wenn da eine coole Kampagne, Kooperation oder sonst was ist, dann immer auf jeden Fall gerne dabei. Warum nicht? Cool. Wie groß bist du? 1,86, 87, irgendwie sowas. Bla bla bla. Wie machst du deine Haare? Cool, das habe ich auch im Livestream beantwortet. Ey, ohne Spaß, das ist eine so oft gestellte Frage, weil das so viele Jungs... Das haben wirklich viele hier gerade gefragt, das ist eine ne? so oft gestellte Frage, das unterschätzt man, ne? Leute, ich mache meine Haare nicht besonders. Einfach, ist halt der Haarschnitt, wirklich. Ja. Ich gehe in die Dusche, die Haare sind nass, ich kämme die nach hinten und lasse die Luft trocknen. Ich föhne die nicht. Machst du irgendwelche Produkte rein? Keine Produkte rein, außer wenn die getrocknet sind und ich will, dass die halten, mache ich Wachs rein. Das war's, dann nach hinten einfach fertig. Aber föhnt eure Haare nicht. Lasst es sein. Auf jeden Fall heiß nicht.
ich glaube, heiß schädigt und kalt ist okay, ne? Was meinst du? Beim Föhn? Beim Föhn. Ja, ich glaube, heiß schädigt auf jeden Fall. Deswegen, also ich föhne meine Haare nicht. Die waren einmal ja bis zu Schultern. Ich habe die nach hinten gekämmt und nicht mal geföhnt trocken. Ja. Ich habe die einfach Luft trocknen lassen, 3-4 Stunden. Ja. Genau. Geh zum Friseur und zeigt dir meine Haare und sagt, schneide die so nach hinten, mittelscheitelmäßig und da sollte es klappen. Jemand hat gefragt, vermisst du die Zitternicht-Phase? Was ist das für eine Phase? Oh, Zitternicht-Trend, kennst du nicht? Zittern. Oh nee, kennst das war nicht? Voll cringe. Ja, das war eine, also wenn ich hast jetzt hast du das gemacht? Ja. Du hast den Trend gemacht? Also ich hab, also es war ein anderer Typ, der das gemacht hat, aber ich habe den Trend gesetzt so. Krass. Ich hab, das war genau so ein Typ, ich mache ja immer Leute nach auf meiner For You-Page, da sag ich immer diese eine auf meiner For You-Page. Und das mit dem Zittern. Sagst du mal, ja, wer bin ich? Wer bin ich oder so, da mache ich einen nach. Und dann müssen die Kommentare raten, wen ich nachmache. So. Das ist ja auch ein Teil meines Contents schon seit Jahren. Ja. Und genau so war das mit diesem Zittern nicht. Und ich habe die dümmsten Varianten gemacht mit irgendwelchen Herkünften und sowas. Und da habe ich auch auf deren Sprachen geredet. Krass. Und sowas. Und das ist so viral gegangen. Also wirklich ganz Deutschland hat von diesem Zittern nicht dran mitbekommen. Ich habe es auch mitbekommen. Ich wusste nicht, dass du das gemacht hast. Also, mich hat es richtig genervt irgendwie. Ja, das war ein sehr nerviger Trend. Aber ich habe den auch, also ich habe da am Tag 3-4 Videos hochgeladen. Die hatten alle über 1 Million Klicks. Krass. Und auch eine Shirin David zum Beispiel hat gepostet auf Instagram in ihrer Story. Stellt euch vor, ich bringe ein neues Album raus, zittert nicht und so. Weißt du? Krass. Also das haben voll viele mitbekommen. Ja. Das war auch sehr, sehr cool, die Zeit. Verrückt. Wenn ich so dran zurückdenke, das ist schon echt lange her, ne? 1,5, 2 Jahre? 1 Jahr? Das ist safe länger her. Ja? Das ist, also es war auf jeden Fall, ah nee, was laber ich, es war schon letztes Jahr. Letztes Jahr, oder? Ja. Anfang letztes Jahr. Oder, nee, oder 2021 Ende. Kann auch irgendwie sein, so. Irgendwie so. Aber schon auf jeden Fall ein bisschen her. Ja. Das war einer der krassen Hype-Zeiten, die ich hatte. Das war wirklich so diese Phase, wo ich dann durchgestartet bin mit TikTok durch diesen Zitternicht-Trend. Das war, ich hatte glaube ich vor dem Zitternicht-Trend 100.000 Follower oder so oder 200.000 und danach hatte ich 400.000, 500.000. Das hat alles geboomt. Verrückt. So viele sind, Riton, willst du mich heiraten? Ich will euch alle heiraten und alle als Freunde haben und euch alle lieben. Ich habe euch alle lieb. Jemand hat gefragt, wie ist es, einen Stalker zu Hause zu haben? Ah, wegen meiner Schwester. Ah, mein Gott, die meine Schwester, okay. Wie du das fragst, als wenn so jemand bei mir zu Hause spioniert. Ich dachte irgendwie, das wäre so ein Insider von deinen Followern und dir. Wegen meiner Schwester meint das, weil immer die mich ja aufnimmt und sowas. Findest du das eigentlich schlimm? Gar nicht. Nee. Ich finde das unnormal witzig und manchmal gucke ich mir dann so selbst diese Videos von meiner Schwester und denke mir so, was geht in meinem Kopf manchmal so? Unnormal witzig. Ich finde das auch lustig. Ja. Ich kann dir später mal ihr Account schicken und dann kannst du dir das angucken. Gerne. Warst du schon mal in einer Beziehung? Nein. Würdest du, wenn du müsstest, lieber eine Woche lang einen ungewaschenen Fuß oder eine ungewaschene Hand ablecken? Boah, was? 100% Hand. Ja. Egal was mit Fuß ist, es ist ekelhaft. Nein, Hand. Das ist auch eklig, aber wenn, dann würde ich Hand machen. Ja. Wie hast du es geschafft, bei King Thomas im Live zu tanzen? Der ganze Chat war voll mit Riton, 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 Riton. Und Freddy hat ihm auch gesagt, ey, hol mal den Riton rein und so. Und dann ging es schnell bei mir. Bei vielen war es ja wie so ein Glücksspiel, da reinzukommen. Ne? So richtig, die haben da alles gegeben, um in seinen Tanz dabei zu sein. Haben es nicht geschafft. Aber bei mir ging es schnell. Halt wegen den Leuten, die dann rübergegangen sind. Ja. Hast du einen Hund? Nein. Fragt das jemand? Jemand hat gesagt, wie geht's deinem Hund? Ich hab keinen Hund. Vielleicht meint er meinen Bruder oder so, keine Ahnung. Ich hab keinen Hund. Wie fühlt es sich an, the middle child zu sein? Ist es irgendwie, weil alle sagen ja immer, das ist das Schlimmste. Es ist, ey, wirklich, das werden auch viele fühlen, jetzt sie das sehen. Das mittlere Kind ist an allem schuld. Echt? An allem. Egal was passiert. Der in der Mitte ist das schwarze Schaf und an allem schuld, wirklich. Mein kleiner Bruder fällt runter, verletzt sich, ich war's. Meine Schwester macht irgendwas, ich war's. Es ist wirklich immer das mittlere Kind, ich weiß nicht warum. Voll nervig. Ist immer schuld an allem. Ich glaube, das kommt davon, dass man das erste Kind hatte, das ist so das erste Kind gewesen, die haben sich so voll die Aufmerksamkeit gegeben und sowas. Dann kam das zweite, ist halt so das zweite Kind. Und das war's. Ist halt einfach das zweite Kind, wenn halt das dritte kommt. Weißt du, dann ist halt das dritte Kind wieder wichtig. Also voll komisch, aber als mittleres Kind ist man wirklich für alles schuld. Aber ich würde mir halt so denken, dass eher die Älteste an allem schuld wäre. Nein. Weil das ist so, die ist am ältesten, die muss es doch besser wissen, oder?
Nee, es ist, also die, die Mittelkinder sind, glaube ich, können das alle nachvollziehen. Es ist wirklich immer, im Endeffekt läuft es ja darauf aus, dass du schuld bist. Es ist voll krass. Ich weiß nicht warum. Also wirklich zu 90% ist man als mittleres Kind schuld. Krass. War das schon immer deine Intention, Influencer zu werden und damit Geld zu verdienen? Nein, war es nicht. Also ich habe wirklich also von Anfang an nur Spaß gemacht, Witze gemacht, Leute zum Lachen zu bringen. Das war immer so meine Hauptaufgabe oder das, was ich immer machen wollte. Auch jetzt noch, also wirklich, ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich hätte niemals gedacht, dass das halt irgendwann mal so auch zum Beruf werden kann und so groß werden kann, dass Leute einen feiern, dass Leute zu einem kommen, mit einem Bilder machen. Schon krass. So, du kannst dich überhaupt bestimmt daran erinnern, als du das erste Mal ein Bild gemacht hast mit jemandem so ungefähr, ja. Weißt du? Das war so für mich so, ich habe ihn original gefragt, so, wie willst du ein Bild mit mir oder was? Ja. Und der, so, da hatte ich, glaube ich, 60.000 Follower auf TikTok. Das ist ja, wenn man so denkt, in Anführungszeichen gar nichts, ne? Ja. Hat er ein Bild mit mir gemacht und ich so, ich war so voll... Also ich habe so richtig gepostet auf dem Bild, ich wollte so unbedingt richtig krass aussehen drauf und so, mein erstes Bild mit jemandem, ich war richtig, also ich hätte niemals gedacht, dass es so ein Ausmaß annimmt. Ja, ich war auch voll geschockt. Ja, also, aber es ist cool, das freut mich. Ja, cool. Dann vielen Dank, dass du dabei Gerne. Warst, dass du die Fragen alle so schön beantwortet hast. Mhm. Und ja, Dankeschön. Bitteschön. Habt alle einen schönen Tag, die sich das angehört haben. Hab mich sehr gefreut, hier zu sein. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt mir gerne auf Insta, wen ich als nächstes einladen soll, was so die Themen sein sollen, wie ihr es fandet. Ihr könnt diesen Podcast auch sehr gerne positiv bewerten. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüssi! Mhm.